Ich freue mich sehr, dass ihr zu unserer heutigen Veranstaltung, unserem heutigen Webinar auch gekommen seid. Berlin Talk von uns Berliner Grünen. Ich bin Werner Graf, ich bin der Landesvorsitzende von den Grünen hier in Berlin und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Einfach am Anfang schon mal ein paar technische Hinweise an euch alle. Ihr habt auf der Seite dieses Dashboard. Dort könnt ihr Fragen eingeben, die wir dann versuchen, möglichst alle zu beantworten. Ich bekomme die digital dann übergetragen. Deshalb kann es öfters mal vorkommen, dass ich aus dem Bild rausgucke oder rübergucke oder weggucke. Das mache ich nicht, weil ich mich nicht interessiere für euch oder auch nicht für die Diskussion, sondern das mache ich, weil ich nebenbei die Regieanweisungen und die Fragen noch mit reinnehme. Prinzipiell ist es bei diesen Webinaren im Augenblick sehr schwierig, dass wir euch dazuschalten. Deshalb müsst ihr die Fragen da reinschreiben und wir lesen die dann vor. Besser gesagt, ich lese die dann vor. Und wir versuchen auch möglichst viele dran zu nehmen. Wir werden auch die kritischen dran nehmen, keine Angst. Und wir werden auch versuchen, möglichst viel abzuarbeiten und die Fragen, die noch offen sind, danach hoffentlich vielleicht schriftlich noch zu beantworten. Das kommt auf die Anzahl der Fragen drauf an. Ich freue mich sehr, heute in unserer Runde, der wir zu dritt sind, Frau Professor Dr. Sophia Becker dann zu begrüßen. Sie ist Leiterin des Fachgebiets Nachhaltige Mobilität und transdisziplinare Forschungsmethoden an der TU in Berlin, Entschuldigung, und Leiterin der Forschungsgruppe Die Verkehrswende als sozial-ökologisches Realexperiment. Herzlich willkommen, Sophia Becker. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr. Als zweites freue ich mich, dass auch Regine Günther heute teilnimmt. Sie ist unsere Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Hallo Regine, schön, dass du auch mit dabei bist. Ich freue mich sehr und seit einem Jahr auch Parteimitglied bei den Grünen. Sehr schön. Und als drittes haben wir noch unseren Verkehrsexperten im Deutschen Bundestag und fahrradpolitischen Sprecher dort aus Berlin, Stefan Gelper aus Pankow. Auch lange Zeit schon im Abgeordnetenhaus davor gewesen und auch einer meiner Vorvorgänger als Landesvorsitzender. Genau. Hallo. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass Sie alle da seid. Wir würden diese Diskussion heute erstmal kurz mit zwei Umfragen beginnen, damit wir mal so einen kleinen Input haben, was die Leute, die dabei sind und zuschauen, so umtreibt. Und würden deshalb mal mit den Fragen anfangen. Wir fragen, machen jetzt zwei Umfragen, erstmal vor Corona und jetzt nach Corona. Und uns würde jetzt erstmal interessieren, wie seid ihr hauptsächlich vor Corona in Berlin unterwegs gewesen? Mit zu Fuß, mit dem Rad, ÖPNV oder Auto? Ich glaube, das ist bei 90% Teilnahme. Das reicht uns, würde ich mal sagen. Schließen ab und zeigen die Umfrage mal. Da würden wir sagen, wir haben einen sehr, sehr guten Model Split. Bei 54% war es mit dem Rad, 38 ÖPNV, 5 mit dem Auto und nur 3% zu Fuß. Weil man dann immer die Wege zum ÖPNV noch mit reinberechnen muss. Also über die Hälfte, die heute zugucken, waren vor Corona mit dem Fahrrad unterwegs. Und jetzt würden wir dieselbe Frage nochmal stellen, weil wir auch mal rauskriegen wollen, ob sich was groß verändert hat. Wie ist es, seitdem ihr nicht mehr in Corona, seitdem Corona da ist, euer Verkehrs? Okay. Ja, sehen wir ganz interessant, das Rad ist hier nochmal deutlich mehr geworden, ÖPNV deutlich weniger, Auto hat zugenommen, Fuß hat zugenommen. Also ein deutlicher Verlust hier beim ÖPNV. Das wird ja auch, glaube ich, dann was sein, mit dem wir uns vielleicht ein bisschen beschäftigen können. Super. Dann würde ich jetzt auch schon mal sagen, wir haben uns gedacht, wir fangen erstmal an mit einem Beitrag von Sophia Becker. Frau Becker, Sie haben ja auch schon
Ich habe ein paar Artikel von Ihnen gelesen über diese Frage mit Corona und Verkehrswende, wie das mit reinspielt. Vielleicht wollen Sie mal kurz am Anfang ein bisschen erzählen, was Sie das herausgefunden haben. Bei uns waren jetzt die Zahlen sehr deutlich, dass der ÖPNV da so ein großer Verlierer zu sein scheint. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe mir überlegt, die 7 Minuten, die mir jetzt geschenkt werden, in 3 Teile zu unterteilen. Und zwar würde ich gerne erstmal über 3 Chancen sprechen, dann über 3 Risiken und dann 3 Dinge, die man jetzt tun sollte, aus meiner Sicht, aus der Mobilitätsforschung und Nachhaltigkeitsforschung. Also 3 Chancen von Corona für die Verkehrswende. Die erste Chance ist, dass Gewohnheiten aufgebrochen wurden. Also wir haben es gerade auch gesehen, die Nutzung des Fahrrads hat zugenommen. Der Tagesspiegel hat heute nochmal die Zahlen der seine VK-Zählstellen veröffentlicht. Das Fahrrad hat um 25% zugenommen. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, die Nutzung des ÖPNVs ist leider sehr stark zurückgegangen, auch wenn das natürlich erstmal verständlich ist. Die zweite Chance ist, dass aus meiner Sicht die Digitalisierung einen großen Schub bekommen hat. Es gibt eine viel höhere Akzeptanz fürs Homeoffice und für Online-Meetings, so wie wir uns jetzt ja auch gerade treffen. Und wenn man sich dazu Zahlen anguckt, zum Beispiel von der Corona-Studie der Uni Mannheim, dann sieht man, dass in den ersten Wochen des Lockdowns der Anteil der Erwerbstätigen, die im Homeoffice arbeiten, von 12 auf 26% gestiegen ist. Das heißt, er hat sich schlagartig verdoppelt. Und das ist eine Chance, weil es natürlich bedeutet, dass das Verkehrsaufkommen sinkt, also weniger Verkehr oder weniger Mobilität nachgefragt wird im Berufsverkehr. Die dritte Chance, die ich sehe aus dieser ganzen Corona-Sache für die Verkehrswende, ist, dass das Thema Gesundheit als Ziel von Verkehrspolitik jetzt nochmal viel stärker auf der Agenda ist. Einerseits, weil man sieht, also weil es immer mehr Hinweise darauf gibt, dass eine sehr stark verschmutzte Luft, also eine sehr schlechte durch Emissionen von vor allem Pkw und Lkw verschmutzte Luft, diese schlechte Luft trägt dazu bei, dass es mehr schwere Verläufe von Corona-Infektionen gibt. Und das zeigt natürlich auch nochmal die Dringlichkeit auf, dass wir in den Städten für saubere Luft sorgen müssen. Und ich denke, das könnte auch die Akzeptanz für etwas härtere Maßnahmen für die Luftqualität erhöhen. Und gleichzeitig haben wir ja auch Synergieeffekte mit den aktiven Mobilitätsoptionen, die uns auch wiederum dabei helfen, gesund zu bleiben und Bewegung im Alltag ermöglichen, also der Fuß- und der Radverkehr. Neben diesen 3 Chancen gibt es aber auch 3 Risiken. Das erste ist natürlich, dass es eventuell jetzt eine Renaissance des Autos geben könnte. Es gab vor kurzem eine Studie des DLR-Instituts für Verkehrsforschung, die gezeigt hat, dass das Auto aktuell wieder sehr stark als ein Verkehrsmittel mit großem Wohlfühlfaktor wahrgenommen wird und dass auch 6% der aktuell autofreien Haushalte darüber nachdenken, ein Auto anzuschaffen. Gleichzeitig zeigt die Studie aber auch, dass bei allen Haushalten 9% der Befragten über den Kauf eines Fahrrads oder E-Bikes nachdenken. Also ich denke, da sieht man auch wieder, dass die Chancen tatsächlich vielleicht insgesamt größer sind. Und was natürlich im Moment extrem positiv ist, dass wir keine Kaufprämie für Verbrennerautos bekommen haben auf der Bundesebene, was ja wirklich auch einem Paradigmenwechsel in der deutschen Wirtschaftspolitik gleichkommt. Das zweite Risiko ist aus meiner Sicht eine langfristige Depression des ÖPNVs. Also es könnte schon sein, dass wir jetzt erstmal über eine längere Zeit eine geringere Nutzung sehen, weil es im Moment noch in den meisten Städten keinen Plan für eine kontrollierte Auslastung gibt. Das heißt, eine bessere Verteilung der Menschen auf die verschiedenen Uhrzeiten, sodass wir nicht das Ölsardinenproblem haben. Und das ist auch psychologisch nicht so gut, weil es natürlich bedeutet, dass wir eine quasi geringe wahrgenommene Verhaltenskontrolle haben. Also man fühlt sich ausgeliefert. Man weiß nicht so genau, ist es dann voll oder ist es nicht voll. In der Hinsicht ist es natürlich auch sehr gut, dass wir in Berlin jetzt neuerdings ein Bußgeld haben, wenn gegen die Maskenpflicht verstoßen wird. Denn das schafft ja Erwartungssicherheit und Planungssicherheit, dass man sich darauf verlassen kann, dass 99% der Leute im ÖPNV dann auch eine Maske tragen. Das dritte Risiko ist aus meiner Sicht, dass wir eine Verschärfung von sozialen Spaltungen sehen, dass es also vielleicht so eine kleine Tendenz dahin gibt,
dass diejenigen, die es sich leisten können, dann eben tatsächlich jetzt wieder mehr mit dem Auto fahren oder sich sogar eins anschaffen, während diejenigen, die wenig Geld haben und vielleicht sogar noch zur Risikogruppe gehören, jetzt auf den ÖPNV verzichten müssen oder das Gefühl haben, sie müssen darauf verzichten, sich auf dem Fahrrad aber vielleicht auch noch irgendwie unsicher fühlen und dadurch tatsächlich sehr stark in ihrer Mobilität und Lebensqualität oder sogar in ihren Erwerbsmöglichkeiten eingeschränkt sind, weil sie bestimmte Ziele in der Stadt, wo sie arbeiten möchten, nicht mehr erreichen können. Und drei Dinge, die man jetzt tun könnte, sollte aus meiner Sicht, ist zum einen Flächen umwidmen für den Rad- und Fußverkehr, aber auch für die Außengastronomie und für Kulturveranstaltungen. Das macht Berlin ja auch im Moment. Das finde ich super. Allerdings sehen wir das ja vor allem in einigen Bezirken, also ganz prominent Friedrichshain-Kreuzberg, wo wir die neuen Pop-up-Radwege haben. Und wir hatten dazu ja vor kurzem eine Umfrage gemacht unter 1600 BerlinerInnen, die gezeigt hat, dass die Pop-up-Radwege auf sehr großen Zuspruch stoßen, vor allem bei den Nutzern, die dem Umweltverbund angehören, also Fuß-, Rad- und öffentlicher Verkehr. Und das heißt, hier kann man also nur noch überlegen, wie man das Ganze weiter ausbauen kann, weil es absolut die richtige Richtung ist aus meiner Sicht. Die zweite Sache, die man jetzt noch tun könnte, wäre, den ÖPNV zu flexibilisieren und zu stärken. Auch da konnte man ja gerade heute in der Zeitung lesen, dass sehr viele Milliarden, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, aber das weiß Frau Günther sicherlich besser, sehr viele Milliarden investiert werden in den ÖPNV. Das ist natürlich auch absolut richtig aus meiner Sicht, da jetzt nicht zu sagen, ach, dann ziehen wir die Handbremse, also ziehen wir die Bremse sozusagen, sondern natürlich brauchen wir jetzt mehr Kapazitäten. Man könnte aber auch noch stärker auf eine Flexibilisierung hinarbeiten, also zum Beispiel Anreize für Firmen schaffen, die ihre Mitarbeiterinnen 2 Tage ins Homeoffice schicken und das an verschiedenen Wochentagen tun, also dass nicht alle freitags Homeoffice machen. Und als drittes ist aus meiner Sicht wichtig zu tun, weiter harte Push-Maßnahmen, also sozusagen gegen den Pkw zu verabschieden, Push-Maßnahmen im Sinne von den Pkw weiter rausdrücken aus der Stadt. Da wäre es natürlich traumhaft, wenn wir eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung wie in Wien hätten und wenn auch das Anwohnerparken auf mindestens 100 Euro pro Jahr erhöht wird. Ich glaube, in beide Richtungen gibt es auch schon Ideen, aber das wäre aus meiner Sicht jetzt ganz toll, das zu forcieren. Und damit schließe ich schon, weil ich sicherlich am Ende der 7 Minuten angekommen bin. Danke. Super, erstmal danke, Frau Beckhardt. Da kam jetzt auch gleich hier schon von den ZuschauerInnen eine erste Frage rein. Sie haben es mal kurz erwähnt, aber der Atem fragt, durch Corona sind auch ein Teil der Leute zu Hause geblieben. Gibt es eine Studie, ob Bewegung im Allgemeinen gesunken ist? Sie haben das ja kurz ein bisschen erwähnt mit dem Homeoffice, aber gibt es da auch schon Studien zu Bewegungsebenen? Also ich kenne im Moment keine Studie, das muss aber ja nicht heißen, dass es die nicht gibt. Ich würde aber sehr stark davon ausgehen, weil ja auch viele Arbeitswege, die Fußwege und Radwege beinhalten, sozusagen einfach in absoluten Zahlen gesunken sind, auch wenn der Anteil des Fahrrads an den Wegen zugenommen hat. Und auch, ja, ich meine, wir wissen alle, viele Sportaktivitäten waren quasi verboten. Also insofern denke ich schon, dass Bewegungsmangel im Moment auch ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Könnt ihr das, Regina, habt ihr irgendwie nochmal was von den Bewegungen hier in Berlin mitbekommen jetzt durch Corona? Könnt ihr da genaueres dazu sagen? Ja, wir haben halt gesehen, hallo, guten Abend erstmal an alle, freue mich auch, dass wir hier zusammen diskutieren, wie es weitergeht. Jetzt, wo, ich sag mal, die erste Welle der Krise erkennbar abgeflacht ist und wir jetzt gucken müssen, wie wir eine zweite verhindern und wie wir uns darauf einstellen. Der Spiegel, das habe ich gesehen, die haben solche Bewegungsprofile immer wieder veröffentlicht, erhoben von einem Institut und da konnte man sehr deutlich sehen, nicht nur in Berlin, sondern in allen Städten europaweit, ich glaube, es war eine europaweite Studie, dass die Bewegungen signifikant zurückgegangen sind. Ja, ich glaube, es war TomTom, die das gemacht haben. Und insofern ist all das, was hier jetzt schon gesagt wurde von Frau Dr. Becker, richtig. Auch wir konnten natürlich feststellen, Nummer eins, insgesamt ging die Bewegung zurück, besonders im ÖPNV bis zu 70% am tiefsten Punkt, eher, glaube ich, noch mehr, teilweise 75, ja.
getrieben dadurch, dass viele zu Hause blieben, aber dann auch, wenn sie gefahren sind, gerade als die Corona-Krise am Höhepunkt war, natürlich auch von der Angst, dass man dort andere Menschen trifft, denen zu nahe kommt und dann Angst hat, dass man infiziert wird. Deshalb ist man umgestiegen, einerseits aufs Rad und andererseits aufs Auto. Auto ist, glaube ich, perspektivisch noch ein größeres Problem. Es hat sich im augenblicklichen Verkehr noch nicht so signifikant niedergeschlagen in Staus, dadurch, dass wir jetzt auch Ferienzeit haben und teilweise die Leute immer noch zu Hause bleiben. Wenn aber diese beiden Effekte zusammen mit dem Trend, wir fahren dann wieder mehr Auto zusammenkommen, dann haben wir natürlich eine sehr schwierige Situation, weil dann die meisten nicht mehr fahren, sondern stehen werden. Ja. Deshalb haben wir ja sehr schnell Pop-up-Bike-Lanes zusammen mit Bezirken, die dazu auch administrativ in der Lage waren, zur Verfügung gestellt, um Angebote zu machen, die anders aussehen als jetzt das Auto. Und das wird in einem sehr großen Maßstab auch wahrgenommen. Also wir haben ja in den letzten 2 Jahren haben wir daran gearbeitet, an einem neuen Städtemobilität und Verkehr und haben da prognostiziert, wie viel mehr Radverkehr wir wirklich optimistisch annehmen können. Wir haben das mit Verkehrsplanern gemacht, wie viel Prozent wir da in die Höhe gehen. Und wir sind ehrlich gesagt ziemlich weit unter dem, was wir heute sehen. Also das hätten wir nicht vermutet. Selbst diejenigen, die eigentlich sehr optimistisch an so eine Entwicklung rangehen wollen. Das ist einerseits ermutigend, andererseits natürlich muss man das jetzt unterstützen. Wenn wir da nicht dranbleiben, das heißt weiter schnell mehr Fläche umwidmen, kann es auch schnell wieder das Pendel zurückschlagen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung jetzt auch an eine Verwaltung wie meine, das zu verhindern. Und bei dem Radverkehr und bei dem ÖPNV, da haben wir ja selbst als 70% weniger Fahrgäste da waren, nur 13% weniger Angebot. Das heißt, wir haben versucht, so viel auf der Schiene zu lassen wie möglich, um keine Delle entstehen zu lassen, um das Vertrauen in den ÖPNV aufrecht zu erhalten, dass er kontinuierlich in enger Taktung fährt und dass so viel Abstand gehalten werden kann wie möglich. Je mehr Leute jetzt wieder fahren, dadurch, dass wir wissen das, in Berlin in einer Bestellwelle sind für neue Wagen, sowohl für die U-Bahn, für die Tram als auch für die S-Bahn, können wir jetzt die Takte nicht noch mehr verdichten. Wir würden das tun, wenn es ginge. Augenblicklich geht es aber nicht, weil die Wagen nicht da sind. Aber wir werden in absehbarer Zeit, gerade bei den U-Bahnen, glaube ich, als allererstes nachsteuern können. Insofern sind wir in einer kritischen Phase? Ja, wir versuchen alles, um das, was, ich sag mal, die Wissenschaft uns jetzt auch wieder, wir haben es von Frau Dr. Becker gehört, an uns heranträgt, aber natürlich auch die Zivilgesellschaft dann auch umzusetzen. Vielleicht bleiben wir noch kurz mal am ÖPNV, bevor wir so viel hin und her springen, würde ich mal schnell vorschlagen. Jetzt hast du das schon gesagt, mit der Bestellwelle ausgelöst. Wie muss man sich das vorstellen, also dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, weil also jetzt wird jeder sagen, wir brauchen diese Wagen, bestellen wir nächstes Jahr da oder kann Amazon die nicht morgen liefern? Jeder kann sich natürlich vorstellen, so eine U-Bahn-Waggon ist auch nicht von heute auf morgen gebaut. Erst dieses Jahr sind alle Gerichtsprozesse, so muss man das sagen, für die Bestellung der U-Bahn-Waggons abgeschlossen. Das heißt, wir konnten jetzt bestellen und sind nicht weiter gefangen in Gerichtsprozessen, wo Konkurrenten geklagt haben, weil sie nicht zum Zuge kamen. Und wir erwarten jetzt in, ich sag mal, 3-4 Jahren die ersten Waggons. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Wir werden jetzt im Juli aller Voraussicht nach die S-Bahn-Ausschreibung starten für
mindestens hier 1300 Wagen. Das ist eine ganz neue Dimension auch für Berlin. Und Ziel ist, dass bei den U-Bahnen und bei den Trams 2030 der gesamte Wagenpark runderneuert ist und ausgeweitet. Aber wie man schon daraus hört, es ist ein Mammutprogramm und passt nicht 100% jetzt in das Timing, was wir eigentlich für die Krise jetzt bräuchten. Da müssen wir einfach gucken, wie wir da entweder durch digitale Steuerung, dass wir anzeigen auf den Apps, welche Wagen besonders voll sind, wann es vielleicht eine Entzerrung gibt. Wir sind in Gesprächen mit Unternehmen, um den Peak, darum geht es ja viel, zu vermeiden. Die Wagen sind ja nicht zu jeder Zeit sehr voll, sondern es gibt immer Hochzeiten. Es ist von 6 bis 9 und dann am Nachmittag, so dass man das entzerren kann, einerseits über den Tag hinweg, aber andererseits natürlich auch über die Woche. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir jetzt als Stadtgesellschaft oder insgesamt angegangen werden muss. Wie kann das gelingen? Jetzt haben wir ja so einen Riesenauftrag an Wegen, die wir bestellen für die U-Bahn, für Tram, für S-Bahn, bei dem Plan, den jetzt gestern verabschiedet wurde. Das ist ja auch nochmal so das Ziel, 40% mehr Tramwege in Berlin dann auch hinzukriegen. Vielleicht nochmal an Stefan. Irgendwie war vor 2 Jahren, waren wir mal in Hamburg. Da haben wir irgendwie mitgekriegt, dass der Wagen bei der U-Bahn 15 Jahre alt ist. Bei uns ist er jetzt, glaube ich, geht er an die 40, irgendwas zwischen 30 und 40, wenn ich da richtig informiert bin. Da fallen viele schon auseinander. Ist das in Berlin jetzt so eine spezielle die wir haben, weil wir gespart haben, bis es quietscht? Und wie sieht das woanders aus? Hast du da so ein bisschen Überblick? Also den Überblick über alle Städte in der Bundesrepublik habe ich jetzt nicht. Allerdings ist es schon so, dass wir, als wir die S-Bahn-Krise hatten, das war kein singuläres Ereignis, sondern tatsächlich ist es schon so gewesen, dass diese Sparzeit unter Rot-Rot da Implikationen hatte, die jetzt langsam die BVG erreicht haben, deswegen jetzt dieses Gegensteuern. Bei der S-Bahn kam das Gegensteuern da deutlich zu spät. Da gibt es ja immer noch die Gutachten aus dem Hause Sarrazin, wo seinerzeit der S-Bahn Berlin mitgeteilt wurde, dass auch am liebsten S-Bahn-Wagen verschrottet werden sollten. Das hat die S-Bahn damals Gott sei Dank nicht gemacht. Allerdings wurden eben auch keine neuen S-Bahnen bestellt und das führte dann eben zu dieser S-Bahn-Krise. Also in der Summe sparen, bis es quietscht, war da der Zungenschlag. Und da wurde im Haushalt gespart und irgendwie Geld zurückgelegt. Allerdings haben sie eben nicht bedacht, dass wenn man in der Infrastruktur spart, dass das halt irgendwann eine Rückwirkung hat und dass man das dann umso mehr dann aufholen muss und bezahlen muss. Das ist das Prekäre und daran laboriert Berlin ja nicht nur im Verkehrswesen, sondern bei den Schulen, bei den Wohnungen, die damals verkauft wurden und so weiter. Das macht im Prinzip die ganzen Probleme dieser Stadt, die kulminieren letztlich auf dieses überbordende Sparen des Beach. Das muss man schon sagen. Da kann man dann überlegen, warum das mit dem Sparen so war. Da gibt es natürlich auch Gründe, ne? Die reichen noch früher zurück, aber das brauchen wir jetzt vielleicht, das führt vom Fokus weg. Wo wir gerade dabei sind, wir haben jetzt die Situation, wo auf einmal sehr, sehr viel Geld zur Verfügung gestellt wird, ne? Stichwort Konjunkturpaket. Und da kriegen wir jetzt vielleicht mal die Kurve, weil man könnte jetzt überlegen, dass die Bundesrepublik, wenn die so ein Konjunkturpaket von 130 Milliarden Euro auflegt, dass sie dann sagen, okay, dann lasst uns mal richtig Geld reingeben in ÖPNV-Infrastrukturen, Bahninfrastruktur. Und da ist eben das erste große Fragezeichen, da will man Sophia Becker anknüpfen. Wird denn diese Chance genutzt, dass jetzt die Leute alle einmal durchgewürfelt wurden und überlegt haben, wie organisiere ich jetzt meine Mobilität für die Zukunft? Und da muss man ganz klar sagen, für 130 Milliarden Euro hätte es ein bisschen mehr Zukunft sein können, weil eben, obwohl es jetzt keine Verbrennerprämie gibt, doch sehr, sehr viel Geld ins Thema Automobil gesteckt wird. Ich will das mal ganz kurz, damit wir die Zahlen ein bisschen fühlen, verdeutlichen. Also beim ÖPNV zum Beispiel, da wird bundesweit gesagt, der Ausfall wird 5 bis 7 Milliarden sein, die weniger einnehmen, die ÖPNV-Unternehmen. Der Bund wird da jetzt 2,5 Milliarden bereitstellen, den Rest sollen die Länder machen. Das ist schon gut und das war aber auch hartes Lobbyieren, dass wir überhaupt da was reingekommen haben.
Wir haben bei der Bahn, da gibt es 5 Milliarden, das wird auch nur allenfalls die Verluste kompensieren. Beim Thema Automobilwirtschaft hingegen ist die Situation so, dass wir zum einen die Hybrid- und die Elektroprämie haben. Hybrid sortiere ich persönlich immer noch zu Verbrennern, ja, aber kann man darüber diskutieren. Dazu gibt es aber noch als Zuckerstückchen ein Flottenaustauschprogramm. Es gibt 2 Milliarden an Forschungsgeldern, also frisches Geld zum Forschen. Und so kommt plus noch ein Wasserstoffprogramm und. Das heißt, die Automobilwirtschaft hat es geschafft, zwar keine Verbrennerprämie zu bekommen, aber die Gelder quasi auf anderen Wegen zu erreichen. Das ist mit eines der größten Risiken, die ich sehe bei der Verkehrsmittelwahl jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, dass da Weichen eben nicht richtig gestellt werden, dass wir eben nicht eine Mobilitätsprämie bekommen haben, sondern doch eine Kaufprämie für Autos und so weiter. Das ist der eine Punkt. Es geht also nicht unmittelbar in die neuen S-Bahn-Wagen und U-Bahn-Wagen und Trams in Berlin rein, sondern da wird fokussiert auf Autokauf. Das muss man, glaube ich, schon ein Stück weit festhalten. Und dann noch eine spannende Frage, die ich aber ganz kurz angepinkt haben will, weil wir sie vielleicht hier gleich mal interessant diskutieren können. Die Mehrwertsteuersenkung, das wird ja dazu führen, dass, das sieht man ja auch schon, wenn man die Zeitung aufschlägt, dass die Automobilhändler das direkt weitergeben und da auch ihr eigenes Konjunkturprogramm daraus basteln. Während die ÖPNV-Unternehmen es ja deutlich schwerer haben, da jetzt die Mehrwertsteuersenkung weiterzugeben. Erstens, weil es sich teilweise in Centbeträgen dann artikulieren würde, also jetzt bei einem Einzelfahrpreis von 2 bis 4 Euro, je nachdem, welche Stadt man da unterwegs ist, dann die 2% weniger von 7,05 €, das macht den Kohl nicht fett. Und da ist jetzt die spannende Frage, kann man das Geld jetzt irgendwie zurücklegen und packt es dann in so ein Anreizprogramm, wenn die Corona-Krise zu Ende geht, um quasi ÖPNV dann wieder attraktiv zu machen. Das heißt, gibt es dann im Jahr 2021 einen Freifahrmonat für die Abo-Kunden und wird dann ein paar Fahrscheine günstiger gemacht werden. Darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nachdenken. Es ist, glaube ich, keinen Sinn, die Mehrwertsteuer jetzt irgendwie einfach so reinzupacken. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn wir jetzt da so viel Geld ins Auto fließen haben, auch nochmal auf Sophia Becker referierend, Parkraumbewirtschaftung. Da haben wir jetzt eine gesetzliche Grundlage, dass wir das hochziehen können. Ja, da ist auch Berlin Vorreiter, dass wir das dann auch umsetzen. Gleichwohl ist es immer der Punkt, wie viel Parkraum stellst du überhaupt zur Verfügung? Das heißt, diese Thematik Flächengerechtigkeit. Wir sehen ja in Berlin, wie schwer der Kampf ist, es ist übrigens in allen Städten gleich, Parkraum wegzunehmen und daraus was anderes zu machen. Das hat jetzt bei Pop-Up mal gut funktioniert, aber grundsätzlich, Stichwort Karl-Marx-Allee oder ähnliches, super schwieriges Terrain. Deswegen glaube ich, dass wir zumindest eins machen müssen, dass wenn wir städtebaulich unterwegs sind, wir konsequent vermeiden, Parkplätze zu schaffen. Sei es Kriegergelände in Pankow oder Plenterwald, da gibt es ja wieder Diskussionen, ob da 100 Parkplätze entstehen, oder hier Siemensstadt. Das sind, glaube ich, die Punkte, wo wir jetzt schon den Investoren sagen müssen, Parkplätze wird es da nicht geben oder nur ganz wenige, um da eben die Kurve zu kriegen. Weil Entwidmen ist deutlich komplizierter, als wenn man das Neuschaffen gleich weglässt. Frau Becker hat das ja auch schon gesagt mit der Parkraumbewirtschaftung und auch Anwohnerparken. Also ich kenne die Diskussion ja auch immer wieder, die ich mit Regina auch schon öfters geführt habe, wo wir auch da deutlicher mit rein wollen. Unser Ziel ist ja, dass wir zumindest den Innenstadtbereich, jetzt glaube ich, wir schaffen bis zu 70% hochfahren bei der Parkraumbewirtschaftung und auch die Kosten dafür nochmal deutlich stärker machen. Wie sind da im Augenblick die Pläne und wie geht es dann da jetzt weiter voran? Kannst du da was ein bisschen sagen? Also unser Anker hier in der Diskussion ist ja Corona. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass in Corona sehr viele Menschen in der Stadt Existenzängste haben. Das ist, glaube ich, in Rahmenbedingungen, die sich im Herbst verschärfen werden. Zumindest das, was bei mir da ankommt. Und deshalb müssen wir gucken, wie bekommen wir die Folgen, also das, was jetzt bei Corona auch wirtschaftlich auf die Einzelnen zukommt und das, was verkehrspolitisch geplant ist, so strukturiert, dass es auch sozial ausgewogen ist. Ich glaube, das ist für die Akzeptanz enorm wichtig. Insofern, wir haben ja im Luftreinhalteplan festgelegt und auch vom Senat schon verabschiedet,
dass das Parkraumbewirtschaftung im S-Bahn-Ring auf 75% und dann auf 100% gesteigert werden soll und dass das Parken in der Stadt von 1, 2 und 3 Euro auf 2, 3 und 4 Euro in der Stunde erhöht wird. Das ist jetzt in der Endabstimmung, in der Mitzeichnung und ich hoffe jetzt, dass nach dem Sommer wir da auch ein Agreement haben. Gleichzeitig gibt es jetzt die Möglichkeit, dass die Kommunen mehr Möglichkeiten haben, das Anwohnerparken deutlich teurer zu machen. Da werden wir jetzt in die Diskussion gehen, wie wir das machen. Ich habe ja beim Bundesrat den Vorschlag gemacht, oder wir haben beim Bundesrat einen Vorschlag eingereicht, eine Spanne da aufzulegen bis 240 Euro pro Jahr. Das wurde ja damals nicht angenommen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ich finde das einen vernünftigen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und da werden wir einen Vorschlag in absehbarer Zeit vorlegen. Das scheint, ja, gerne Frau Becker. Darf ich dazu gerade nochmal Bezug nehmen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie jetzt richtig verstanden habe mit der Akzeptanz. Meinen Sie, dass wenn jetzt sozusagen die Wirtschaftskrise eben noch schlimmer wird, ja, und die Folgen, die Existenzängste, dass es dann der falsche Zeitpunkt wäre, jetzt den Menschen zu viel Geld sozusagen abzuverlangen fürs Parken? Habe ich das richtig verstanden? Oder? Was ich meine, also es gibt ja beschlossene Maßnahmen und Sachen, über die wir uns verständigen. Nur wenn wir beispielsweise, wir haben ja auch diese Diskussion zur City-Maut, zu all dem, wenn wir solche Instrumente einführen, müssen wir das im Kontext der gesellschaftlichen Situation sehen. Und gerade solche Instrumente müssen dann auch passgenau sein. Und das ist es, was ich meine. Ich habe mich jetzt nicht direkt darauf bezogen, auf das, was im Luftreinhalteplan beschlossen ist, weil das absolut in einem Rahmen ist, wo ich glaube, was richtig ist. Auch, ich habe ja gesagt, die Parkraumbewirtschaftung mit dieser Spanne, die wir aufgezeigt haben. Ich glaube, jeder, der sich ein Auto leistet, muss das dann auch natürlich zahlen können. Und weil es eine Flächenbeanspruchung ist. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass Corona vielen Menschen in der Stadt ökonomisch enorm viel abverlangt. Ja, weil ich finde das auch total wichtigen Punkt, diese soziale Frage sozusagen, die damit verbunden ist. Und ich denke nur gerade bei den Parkplätzen hängt die, also bei der sozusagen Reduktion von Parkplätzen hängt es ja sehr stark davon ab, was danach damit passiert. Ne, wir wollen ja gar nicht, dass diese Fläche dann einfach nur frei bleibt und irgendwie nichts damit passiert, sondern wir wollen ja, dass da irgendwie Fahrradbügel hinkommen, Abstellplätze für Lastenräder, für Familien mit Kindern. Und wir kennen alle diese Zahlen, wie viele Fahrräder man auf einem Autoparkplatz abstellen kann. Und wenn ich jetzt an Corona denke, dann glaube ich, oder gibt es ja auch die Überlegung, der Gastronomie zu helfen, etwas zu erwirtschaften und tatsächlich die Existenzängste objektiv zu verringern, indem sie mehr Geld erwirtschaften können auf einem Parkplatz, sage ich mal, wo ja sonst, und da sind wir wahrscheinlich beide auch einer Meinung oder sehen das ähnlich, dass das natürlich ja ein privater Gegenstand ist, der im öffentlichen Raum steht und im schlimmsten Fall ist es dann noch der SUV oder so, ja, der also auch noch ein Premium-Segment-Auto ist und nimmt damit in der aktuellen Situation, ich sage jetzt mal dem Café an der Ecke, die Möglichkeit, mehr Leute zu beschäftigen, mehr Gastronomie anzubieten, Lebensqualität vor Ort zu ermöglichen. Und es gab ja schon mal, glaube ich, so Ideen, dass man, wie hieß das, Terrassen für viele oder so, glaube ich, heißt das. Also es gibt da ja auch schon Ideen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch das, ähnlich wie bei den Pop-Up-Radwegen, im Moment so eine Art Fuß in der Tür sein könnte oder eine Möglichkeit, tatsächlich mehr Akzeptanz auch für die Reduktion von Parkplätzen zu bekommen, weil ja alle Menschen Verständnis dafür haben, dass die Gastronomie extrem leidet, dass sie aber zur Berliner Identität dazugehört, die ganzen Cafés und Bars und so weiter. Und es zeigt sich ja, dass an der frischen Luft sein im Moment einer der besten Infektionsschutzmaßnahmen ist, die wir haben. Also wäre es nicht gerade aus sozialen Gründen auch möglich, jetzt aktuell noch stärker in die Parkplatzreduktion zu gehen?
Absolut, das haben wir, war ja praktisch ein Vorschlag aus meinem Haus oder von mir konkret und wir haben es auch bei mir im Haus umgesetzt, ja. Und soweit es also angeordnet haben es dann die oder umgesetzt haben es dann die Bezirke, aber wir haben praktisch mit den Bezirken das ermöglicht. Genau aus den Gründen, die Sie auch ausgeführt haben. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt zu sagen, wir geben Menschen die Möglichkeit, ihre Existenz über solche Maßnahmen besser zu sichern, als wenn die nicht da sind. Darauf habe ich mich überhaupt nicht bezogen. Es ist ein ganz wichtiger Aspekt, um zu gucken, wie können eine neue Flächenaufteilung zum Wohle der Stadt und zum Wohle des Einzelnen beschleunigt vonstatten gehen. Das ist ja das, was wir zukünftig viel stärker machen müssen, wenn wir sagen, wir haben eine Fläche, eine beschränkte Fläche zur Verfügung gestellt, gibt es nicht eine bessere Möglichkeit, wie die genutzt werden kann. Das ist ja die große Frage, wie Metropolen sich jetzt zukünftig entwickeln. Das ist ja nicht nur bei uns so, wir sehen das ja allenthalben, ob in Paris, London, Moskau, alle fragen sich das und haben begonnen, ganz andere Nutzungen als in der Vergangenheit anzustreben und auch umzulenken, weil eben es so exzessiv war, dass man den privaten Autoverkehr oder Kfz-Verkehr oder Besitz privilegiert hat. Das wird ganz eindeutig zurückgefahren. Worauf ich mich bezogen habe, ist zu sagen, wenn wir neue monetäre Instrumente einführen, braucht es eine soziale Komponente. Und dazu kommt ja noch, also die Frage ist ja, wie viel ist da kommerzielle Nutzung und wie viel stellt man auch als öffentlichen Raum wieder zur Verfügung? Wir haben ja das mit den Parklets oder sowas auch immer Bergmannstraße schon mal ausprobiert. Das war dann sehr umstritten. Aber auf anderer Seite ist ja immer wieder die Frage, gibt man das auch, ist das nur kommerzielle Nutzung oder kann man auch wieder Privatpersonen da einfach mit zulassen. Ich finde ja, da will ich mal für das Wiener Modell werben. Das Wiener Modell sehr, sehr toll. Da können sich die Bewohner an Straßen auch Parkplätze mieten für ein Jahr für den gleichen Preis, was es sonst kosten würde für das Auto, können das dann als ein Parkplatz betreiben, müssen das aber für alle in der Öffentlichkeit zugänglich machen und sich darum kümmern das Ganze. Ja? Haben dann aber auch so einen kleinen Vorgarten, wo auch Leute Gemüse anbauen, da muss aber auch ein Platz sein, also man muss mit drauf gehen können. Das war, fand ich sehr schön, als ich mir das auch angeguckt habe, weil die waren alle sehr gepflegt und hat ja gleich der ganze Stadt so ein anderes Image auch nochmal mitgegeben und hat wirklich schöne Naherholungsorte mitgebracht. So, jetzt habe ich mich aus der Moderatorenrolle herausbewegt und noch kurz meinen Senf dazu gesagt. Das tut mir schnell leid. Ich würde mal kurz, weil wir sehr viele Fragen zur Berliner Politik haben, ist ja jetzt auch verständlich mit Regine und auch mit Stefan, da ein bisschen überleiten mal und da mal ein paar Fragen auch mit abarbeiten. Und würde aber deshalb nochmal mit einer Umfrage, die über 100 Leute, die schon da sind, 120 sehe ich gerade, 120 Leute, die uns zugucken, nochmal fragen, ob sie denn schon mal einen Pop-Up-Radweg benutzt haben jetzt hier in Berlin. Dann wisst ihr, die nächsten Fragen werden zu Pop-Up-Fahrrädern sein. Super, ach ja, alle sind voll dabei hier, schon wieder an die 90%, die teilgenommen haben. Das ist ja wunderschön und wir haben auch ein sehr überzeugendes Ergebnis mit 65%, die schon mal einen benutzt haben und der Rest noch nicht, 27 nicht und 8 will noch bald. Das ist doch schon mal sehr schön, also sehr viele kennen diese Pop-Up-Fahrräder. Jetzt kamen hier nochmal viele Fragen rein. Eine vor allem, mit der können wir mal anfangen, von Jörg, ob man mal kurz erläutern kann, wie der Ablauf für so eine Einrichtung von so einem Pop-Up-Fahrradweg ist. Und ich schiebe die andere gleich noch mit hinterher von Irmgard, die möchte ganz gern wissen, inwieweit wir die inwieweit auch noch Pop-Up-Fahrräder in den Außenbezirken geplant sind und wenn ja, wo. Vielleicht kann man da noch mal ein bisschen mit eingehen.
Und in das Ganze geht auch nochmal eine Frage von Annabelle, die wissen möchte, wie wir gedenken, die Bezirke da auch gerade bei den Umsetzungen der Pop-up-Fahrräder zu unterstützen. Ja, vielleicht kann ich sagen, es gibt zwei. Das eine ist, die Bezirke schlagen uns was vor. Und dann wird es von uns angeordnet und von den Bezirken umgesetzt. Es ist ein ganz normales Verfahren. Es wird auch die Polizei natürlich angehört, genauso die BVG. Es ist, das Neue ist, dass wir provisorisch umsetzen. Die rechtliche Grundlage ist genau die gleiche wie bei normalen. Es hat einfach nur nicht so einen langen Vorlauf, weil wir sagen können, wir setzen es erstmal provisorisch, nämlich mit gelben Streifen um und nicht gleich endgültig. Augenblicklich haben wir 26 Kilometer Pop-up-Radwege und es wird immer wieder gefragt, es heißt temporär. Ja, es ist erstmal temporär, weil es natürlich provisorisch ist, nämlich mit gelben Streifen. Aber unser Ziel ist natürlich nicht, die wieder verschwinden zu lassen und daraus wieder dann Parkplätze oder Fahrspuren zu machen, sondern sie als dauerhafte Radwege einzurichten. Ich weiß, daran gibt es, zumindest was ich höre, immer wieder die Kritik. Es geht alles zu schnell. Ich teile das nicht, weil wir haben ein Mobilitätsgesetz gemacht. Da ist sehr klar festgehalten, dass an jeder Hauptstraße ein Radweg sein soll. Und wir sind dabei, diese gesetzliche Vorgabe umzusetzen. Und wenn ich sehe, und das erfüllt mich wirklich mit Sorge, ja, dass wir dieses Jahr schon 9 im Straßenverkehr umgekommene Radfahrer haben. Jetzt ist ein halbes Jahr um und wir hatten diese, ich sag mal, verkehrlich sehr wenig Straßenverkehr durch Corona. Und wir hatten letztes Jahr 6 Radfahrer und wir haben gleichzeitig 25% mehr Radfahrer auf den Straßen, dann muss das für uns Ansporn sein, nicht langsamer zu sein, sondern noch schneller. Das ist ganz klar für mich ein Auftrag. Trotzdem muss man natürlich auch sehen, Pop-up eignet sich nicht an jeder Straße. Gerade dort, wo sehr komplexe Verkehrslagen sind, also dass man Tramhaltestellen hat, dass man viel Lieferverkehr hat, dann ist es sehr viel komplizierter als beispielsweise an den Uferkanalstraßen, wo man einfach einen Strich zieht und da ist auch sonst nichts. Ja? Und dann stellt man noch Baken auf und ist eigentlich sonst wenig Interaktion mit anderen. Je mehr Interaktion ist, desto schwieriger ist es, sowas wirklich in aller Kürze einzurichten. Das eine ist, ich habe es gesagt, die Bezirke schlagen uns das vor, aber jetzt gehen wir über und schauen uns an, also was wir ja wollen. Wir wollen ja für die ganze Stadt zur Verfügung stellen, dass man gut von Ost nach West und von Nord nach Süd und natürlich auch umgekehrt kommt. Und wir gucken uns jetzt an, wie ist denn der Radwegebestand und wo sind Lücken? Und gehen jetzt praktisch von diesem Bottom-up-Ansatz, der die ganze Zeit mehr oder minder war, zu einem Top-Down und zu gucken, wie können wir diese Lücken am schnellsten schließen, so dass man lange Strecken Pop-up oder normale Radwege fahren kann und sicher an sein Ziel kommt. Das ist das, was wir augenblicklich machen. Das dauert natürlich ein bisschen länger und gleichzeitig haben wir auch weitere Anfragen von Bezirken. Wir haben gesehen, die Bezirke sind aber auch unterschiedlich aufgestellt, wie gut sowas umgesetzt wird. Und es führt dann auch zu unterschiedlichen Resonanzen. Das müssen wir natürlich auch berücksichtigen, wenn wir das machen. Weil bei einigen haben wir gesehen, müssen wir selbst dann nochmal deutlich nachsteuern. Das ist dann ein bisschen komplizierter. Friedrichshain-Kreuzberg, sage ich mal, die waren da sehr gut aufgestellt. Die haben da dann auch in einer kurzen Zeit sehr professionell alles auf die Straße gekriegt. Das ist natürlich nochmal anders, als wenn man in anderen Bezirken nochmal deutlich gucken muss, was läuft da nicht so gut, was läuft gut, wie können wir noch mehr unterstützen. Und soweit wir unterstützen können, machen wir das auch.
selbst wenn es jetzt nicht originär ganz unsere Aufgabe ist, aber wir stellen uns da nicht auf sehr formale Standpunkte. Und nochmal zu, wo kommen noch neue? Ich bin da ein bisschen zurückhaltend, weil es gibt natürlich eine Liste, aber dadurch, dass nicht überall was angemeldet ist, dann auch umgesetzt werden kann, müssen wir jetzt mal gucken, erstmal prüfen von Abteilung 6 bei mir, was da möglich ist. Und dann werden wir es auch veröffentlichen. Die letzten, die wir gemacht haben, das war, glaube ich, gestern oder vorgestern, war die Blaschko-Allee, die Pop-Up-Radwege bekommen hat. Und so, wir haben nicht aufgehört, sondern wir machen, verfolgen diesen Weg jetzt weiter, weil ich den auch für den richtigen halte. Stefan? Ja, vielleicht noch ergänzend erstmal zum Setting. Wir haben ja viele Gegner der Pop-Up-Radwege. Ich glaube, das muss man erstmal festhalten. Wir haben im Abgeordnetenhaus, aber auch auf Bundesebene da die FDP und ganz doll rechte Spinner, die da sagen, das geht alles gar nicht und man soll das nicht machen. Das haben wir mit dem Gutachten jetzt auf Bundesebene belegt, dass das natürlich möglich ist. Wir haben aber auch im rot-rot-grünen Spektrum, da zum Beispiel Herrn Saleh, dem das alles viel zu schnell geht, das ist schon dazu gesagt worden, das Mobilitätsgesetz gibt da einen Hinweis, was an den Hauptstraßen passieren soll. Ich finde es gut, dass wir jetzt da die vielen, vielen noch vorhandenen Defizite teils abhelfen konnten. Also ich sag mal so, überall die Pop-Up-Radwege sind ja zuerst mal da entstanden, wo teilweise gar nichts vorhanden war. Also jetzt im Prenzlauer Berg zum Beispiel auf der Danziger Straße, da fehlte einfach noch irgendeine Radinfrastruktur. Auch in Friedrichshain-Kreuzberg bei einigen der genannten Wege war das ja der Fall. Und jetzt kommen wir schon so eine Situation, wo wir auch ausgreifen. Also zum Beispiel Adlergestell ist jetzt, wurde gezielt nach den Außenbezirken gefragt. Adlergestell ist ja Treptow-Köpenick. Da gab es jetzt auch schon einen Radweg und da wurde jetzt auch die Fläche einfach mal breiter gezogen. Man muss auch sagen, das ist eine Kompensation für die A100, also als Ausgleichsmaßnahme, ne? Lange versprochen, jetzt endlich durchgeführt. Und da spielen natürlich viele Rädchen so ineinander. Also ich glaube, das muss man auch mal sagen, das, was besonders die Grünen schon in der letzten Legislatur verfolgt haben, was jetzt endlich umgesetzt wurde, dass wir die Verkehrslenkung Berlin zurück in die Verwaltung holen, da einen neuen Leiter haben und dadurch die Zusammenarbeit mit den Bezirken auch einfach mehr gegriffen hat, dass es in der Verwaltung, auch in der Senatsverwaltung jetzt, da wie viel sind es aktuell, 70 Radverkehrsplaner oder so, roundabout, haben, wo dann eben auch welche sich um dieses Thema aktiv kümmern. Dadurch kriegen wir so einen Schwung rein, dass wir in den Bezirken jeweils bis zu, leider noch bis zu, muss man sagen, 2 Radverkehrsplaner haben. Das macht jetzt, dass wir da eben auch in so einer Corona-Krise handlungsfähig sein können. Also man stellte sich das vor, alles Corona wäre vor 5 Jahren passiert. Da hätten wir in der Hauptverwaltung 2 bis 3 Leute gehabt, in den Bezirken teilweise gar keinen. Da wäre dann gar nichts passiert. Also da hätte man sich über Pop-Up schön theoretisch unterhalten können. Aber praktisch, dass das praktisch wird, das war jetzt nur so möglich. Und um die 26 Kilometer einmal einzusortieren, im Jahr 2013, 2014 sind roundabout 20 Kilometer Radwege in den ganzen 2 Jahren entstanden. So, also das ist da schon die Leistung der Radverkehrsplaner da in den Bezirken und natürlich auf Senatsebene. Und das, glaube ich, ist ja auch durchaus bundesweit beachtet worden. Ne? Also das ist schon ganz gut. Und mich freut dann immer sowas, wenn ich auf Bundesebene sowas vorschlage und dann Berlin das einfach mal durchzieht und man dann sagen kann, ja, es geht übrigens. Und dann Stuttgart, Bremen, Hamburg, München das dann irgendwann nachziehen, das ist schön. Ne? Geht einmal alles besser, man kann noch 1000 Strecken mehr vorschlagen. Das ist vollkommen klar, man muss natürlich diesen Weg weitergehen. Trotzdem ist das schon mal ein gutes Gefühl. Ja, da hätte ich jetzt an Frau Becker gleich nochmal eine Nachfrage, die auch hier mit da reinkommt. Also erstens, wir sehen jetzt, dass Fahrradverkehr deutlich zunimmt, auch wegen Corona unterstellen wir, würden wir sagen, wir haben früher immer gesagt, wer viele Radwege baut, wird dann auch mehr Radfahrerinnen haben. Kann man irgendwie im nationalen, internationalen Vergleich sehen, dass die Städte, die jetzt mehr und deutlicher ausbauen, da nochmal einen größeren Zuwachs haben oder nicht? Weil da hänge ich auch noch eine andere Frage mit dran, die uns hier gesagt wird, und das würde mich mal interessieren.
Also hier wird geschrieben, warum nimmt sich Berlin nicht ein Vorbild an anderen Städten bei den Pop-up-Fahrrädern und erleichtert es die bei der Planung? Jetzt weiß ich nicht, jetzt finde ich eigentlich, dass wir extrem VorreiterInnen in dieser Sache sind. Liege ich da jetzt so falsch oder wir können uns mal ein Vorbild woanders nehmen oder wie ist das? Ich mal diese zwei Fragen zusammen. Ja. Ja, klar, ich meine, es gibt immer noch mehr. Und ich glaube, die allerersten war ja mit die Stadt Bogotá. Und ich glaube, die haben auch noch mehr gemacht. Okay, ich kenne jetzt aber auch die Ausgangssituation in Bogotá nicht gut genug, um sagen zu können, wie es da war. Weil das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Also in Berlin muss man ja sagen, gab es zumindest schon eine rudimentäre Fahrradinfrastruktur. Es gibt ja schon Abschnitte, die ganz okay sind, auch schon vorher, auch wenn das eher die Minderheit natürlich ist. Das heißt, das muss man immer berücksichtigen, also die Ausgangssituation, die wir hatten. Natürlich gibt es auch noch zum Beispiel in Brüssel ja diese schöne Maßnahme, aus der Altstadt eine verkehrsberuhigte Zone zu machen mit Tempo 20 und Vorrang für Fuß- und Fahrradverkehr. Klar, das fände ich jetzt auch toll für Berlin, wenn wir das in bestimmten Gegenden schaffen würden. Aber zum Beispiel mit den temporären Spielstraßen, die es auch in Friedrichshain-Kreuzberg gibt, geht das ja schon in eine ähnliche Richtung. Wenn ich jetzt denke ans Hallische Ufer, wenn ich da lang fahre, dann denke ich schon auch, 50 oder auch mal 60 km/h, ne, die da an einem vorbeiknallen, auch Lkw. Klar, das ist noch nicht optimal, aber gerade da fährt man ja überhaupt jetzt erst lang, weil es den Pop-up-Radweg gibt. Und das haben wir auch in unserer Umfrage gesehen, dass einige Radfahrende gesagt haben, sie wählen jetzt ganz andere Routen, weil auf einmal Wege befahrbar sind, kürzere Wege, direktere Verbindungen, die vorher einfach No-Go waren, wo man einfach nicht sein Leben riskieren wollte, zum Beispiel am Hallischen Ufer. Klar, wenn da 3 Pkw-Spuren sind und alle zwischen 50 und 70 km/h fahren, klar, dann ist das einfach ja keine Option. Aber zu der ersten Frage mit der Zunahme des Radverkehrs, ja, also da ist die Studienlage ganz eindeutig, dass so, wenn man Radwege baut und das auch halbwegs zur Mobilitätskultur der Stadt passt, und ich denke, das ist in Berlin auf jeden Fall der Fall, dann steigt der Anteil des Radverkehrs. Und wir sehen ja sogar in Berlin, dass der Radverkehr in den letzten 5 bis 10 Jahren von alleine sogar gestiegen war. Und jetzt sehen wir, dass er noch viel stärker steigt, unter anderem aufgrund von Corona. Das heißt, und Frau Günther hat es ja vorhin auch schon gesagt, die aktuellen Entwicklungen übertreffen sogar die Prognosen. Ich kann das gut verstehen, weil in der Literatur sieht man sowas so um die 10% Zunahme Radverkehr, wenn man eine schöne Infrastruktur baut. Kommt auch auf den Zeitraum dann an, ob wir von 5 oder 10 Jahren sprechen. Je länger, also sagen, je mehr Menschen sich umstellen, desto mehr kommt dann auch Radverkehr und hängt auch von den Push-Maßnahmen gegen das Auto ab, davon ab. Aber sowas wie 25% innerhalb eines Jahres, da spielt Corona schon eine große Rolle. Aber das ist ja ein Geschenk jetzt auch, was wir annehmen müssen. Es gibt so viele negative Wirkungen der Corona-Pandemie. Insofern ist es, denke ich, auch okay, wenn wir jetzt versuchen, die Chancen eher noch zu nutzen und was Positives draus zu machen. Jetzt gibt es eine kurze Nachfrage zu Stefans Beitrag, gerade eben von Bernd noch. Da will Bernd wissen, ob er dich richtig verstanden hat, dass in Treptow-Köpenick Radweg als Ausgleichsfläche für die 100 angelegt wurden. Also, wer das vielleicht noch so vor seinem inneren Ohr hat, tatsächlicherweise hat die SPD vor Urzeiten dem Ausbau der A100 zugestimmt. Und damals hat Wobereiter hart dafür kämpfen müssen. Und in dem SPD-Parteitagsbeschluss, der dann auch zur Senatslinie wurde, weil die SPD ja Dauerregierungspartei in Berlin ist, wurde halt festgehalten, dass für diesen Weiterbau der A100, 16. Bauabschnitt, Ausgleichsmaßnahmen passieren soll. Und da war eben auch da drin, dass das Adlergestell zurückgebaut werden soll. Das ist jetzt natürlich kein Rückbau, so ein Pop-up-Bike-Lane, oder vielleicht nur eine Definitionsfrage. Aber tatsächlicherweise wurde da das Adlergestell explizit genannt und wir vollziehen jetzt quasi das, was die SPD mal irgendwann für sich aufgeschrieben hat und wir setzen das jetzt mal um, auch wenn ich glaube, dass das einige Sozialdemokraten gar nicht mehr so gut finden. Also, im Detail besteckt da bekanntlich der Teufel, aber ja, vom Grundsatz her ist das so. Dann habe ich jetzt, damit wir das Fahrradthema mal ein bisschen abschließen, haben wir noch zwei Fragen. Einmal von
Alexander und einmal von Nikolas, die vor allem nochmal wissen wollen, wie es jetzt mit dem Radverkehrsplan aussieht. Der sollte ja auch jetzt allmählich vorgelegt werden. Wie ist es da mit den Einbindung der Verbände? Wann kommt der? Wie wird der gerade erarbeitet? Vielleicht, Gine, kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Ja, der hat sich ja schon auch als noch mal schwieriger erwiesen, als es am Anfang prognostiziert war. Die letzte Rückmeldung, die ich bekommen habe, ist, dass es Ende des Jahres vorliegen soll. Es gibt jetzt regelmäßig Konsultationen auch mit den Verbänden. Ich selber habe auch mir das mal angeguckt. Insofern, falls es noch länger dauert, würden wir rechtzeitig dann nochmal sagen. Aber wir gehen davon aus, dass Ende des Jahres das vorliegt. Okay, dann würde ich jetzt langsam mal in ein anderes Thema nochmal reingehen, was für uns sehr, sehr viele Leute hier beschäftigt. Das ist diese Beziehung in Berlin, die man in der Verkehrspolitik immer wieder viel sieht, Land-Bezirke. Wir haben jetzt auch mitgekriegt, dass Friesland-Goldsberg bei den Pop-Up-Fahrrädern viel vorangegangen ist. Andere haben sehr viele Bügel aufgestellt. Jetzt gibt es hier erstmal eine allgemeine Frage auch, weil es ja auch immer eine Personalfrage ist. Also manche Bezirke sind sehr gut ausgestattet, woanders ist es schwieriger nochmal. Ob es nicht Sinn machen würde, also Philipp stellt das, dass in einigen Bezirken anscheinend Probleme mit den Planern da sind für die Infrastruktur und offene Stellen nicht besetzt sind. Andere Bezirke, wie zum Beispiel die Goldsberg, lockt sogar Planer aus anderen Bezirken an. Wäre es nicht möglich, eine zentrale Landesstelle zur Planung und Umsetzung von Fahrradinfrastruktur zu schaffen? Was spricht da dagegen? Also wie geht man damit um? Und kann man da prinzipiell diese Frage, eine Frage von Silke noch mit anhängen, die wissen möchte, wie man die Verwaltung besser aufstellen kann, dass Land und Bezirke da gestärkt herausgehen und es nicht so ein Ping-Pong ständig wird und man blockiert? Also es ist eine einfache Frage und die Antwort ist aber extrem kompliziert. Das muss man einfach sagen, da haben sich jetzt schon sehr viele Gedanken dazu gemacht. Es gibt ein Projekt, wo auch meine Verwaltung mit beteiligt ist, das heißt PARI. Da geht es um Verwaltungsmodernisierung. Ein Projekt geht nur darum, wie kann man den Radwegeausbau beschleunigen, weil sehr viel an Schnittstellen und sehr komplexen Verfahrensweisen zwischen Bezirken und Hauptverwaltung ist. Wir haben jetzt, Stefan hat es ja angesprochen, dadurch, dass wir die VLB zurück in die Senatsverwaltung genommen haben, schon viele Schnittstellen. Nummer eins zwischen den Bezirken, es gab ja so ein Bermuda-Dreieck zwischen Abteilung in meinem Haus, Abteilung 4, die VLB und dann die Bezirke. Das haben wir jetzt schon mal deutlich verschlankt und man merkt es auch. Das finde ich ja das Interessante, dass normalerweise solche Umstrukturierungen ja ehrlich gesagt vonstatten gehen, ohne dass irgendjemand einen Effekt scheinbar mitkriegt. In dem Fall haben sie ja viele mitgekriegt. Es hat sich was verändert. Das muss natürlich jetzt noch mal weiter angeguckt werden, wie sowas noch vereinfacht wird. Bei Bezirken ist es so, also man sieht, wenn der politische Wille da ist, dass sehr viel geht. Ja? Und viel wird dann auch auf Verwaltung geschoben, wo man vielleicht auch gar kein Interesse hat. Beispielsweise in Reinickendorf, die sagen, wir wollen gar keine Pop-up-Radwege, weil wir dann den Autoverkehr verlangsamen würden. Deshalb haben die natürlich, wir haben seit Jahren auch jetzt gar keinen Radverkehrsplaner eingestellt und jetzt haben sie, glaube ich, einen. Da kann man so viel PARI-Projekte aufsetzen, wie man will. Das hilft dann auch nicht. Da würde es dann nur helfen, wenn man sagt, die Radverkehrsplanung liegt alleinig in der Hauptverwaltung und wird auch alleinig da durchgesetzt. Das wäre aber nochmal ein neuer Schritt. Insofern, also ich glaube, das Beispiel, was wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben, in der sehr nahen Vergangenheit, dass Friedrichshain-Kreuzberg gezeigt hat, die Zusammenarbeit kann sehr schnell gehen,
Wir können viel auf die Beine stellen, wenn die Verwaltung funktioniert, wenn überall der politische Wille da ist. Und das ist, glaube ich, auch vorbildgebend. Und insofern, wenn wir da anknüpfen können, kann das, glaube ich, viel bewirken, ohne dass wir uns jetzt in sehr langwierige Prozesse einer Verwaltungsumstrukturierung begeben. Trotzdem finde ich es richtig, zumindest was ich sehe, dass wir an der einen oder anderen Stelle nochmal nachsteuern. Stefan hat sich dazu noch gemeldet. Ja. Also ich finde erstmal, wenn eine Abkürzung, müssen wir mal gleich versuchen auszubuchstabieren. Ich glaube, PARI, aber korrigiere mich, Regine, heißt Prozessanalyse Radinfrastruktur. Kurzes Nicken, dass ich da nicht Quatsch erzähle. also ich, so habe ich es zumindest mal gelernt, gehört, gelesen. Also so ein Projekt aus und in der Verwaltung, Peter Breutmann war da ein ganz entscheidender Faktor, die aus diesem Projekt dann eben diese Pop-Up-Radwege zum Beispiel entwickelt haben. Und ich glaube, dass wir noch, also ich sage immer, Verkehrswende heißt Rechtsgrundlage, Personal und Strukturen, Geld, politischen Willen, ganz klar, und so ein Change Management, um die alten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die schon vorher da waren, um die mitzunehmen. An der Stelle, da ist jetzt, glaube ich, genau noch ein Punkt aufgetaucht, Rechtsgrundlage oder Recht. Wir haben ein gutes Mobilitätsgesetz, wir haben eine Straßenverkehrsordnung auf Bundesebene, die ist so lala, ne, mit allen Problemen. Aber in Berlin selbst haben wir noch das allgemeine Zuständigkeitsgesetz. Und ich glaube, das müssen wir, also im Koalitionsvertrag war das damals schon Thema bei den Verhandlungen. Da gab es leider nur sehr verhaltenes Feedback von unseren Koalitionspartnern auf Berliner Ebene, weil dieses AZG, dieses Verwaltungspingpong geradezu provoziert. Das muss man ganz klar sagen. Gerade wenn man so einer Hauptstraße sich das mal anschaut, die Segmentierung zwischen Gehweg, ruhenden Verkehr, das heißt Autoverkehr, Fahrspur und fließendem Verkehr, da kann man schon ins Grübeln kommen, wie viele Zuständigkeiten, wie viel Zusammenarbeit da nötig ist. Und ich glaube, da müssen wir nochmal scharf stellen, dass es da eine Änderung braucht. Ich sage nicht, dass alles beim Bezirken liegen muss oder alles bei der Hauptverwaltung, aber ich glaube, wir brauchen eine klare Verantwortungstrennung, damit die Leute schneller werden. Ansonsten ist es auch meine Beobachtung, dass es einzelne Bezirke gibt, die wirklich da einen harten Ausreißer nach unten haben. Rhein-Ingolf ist gesagt worden, Lichtenberg kann man, glaube ich, noch dazu fügen, Marzahn-Hellersdorf, also überall da, wo Grüne nicht in der Verantwortung sind für Verkehrspolitik. Nicht, dass bei den Grünen ist alles super läuft, will ich gar nicht. Auch wir können natürlich an vielen, vielen Stellen besser werden, aber da ist bei den Bezirken jeweils so ein Unterschied. Ja? Also wie halt in Friedrichshain-Kreuzberg gestern mit Pop-Up-Radwegen sehr gut geklappt hat, haben wir im Prenzlauer Berg 100% Parkraumbewirtschaftung innerhalb des S-Bahn-Rings, ist die Begegnungszone, auch wenn da auch man ganz lange darüber diskutieren kann, in Tempelhof-Schöneberg entstanden und so weiter. Und ich glaube, da, wo Bezirke was geleistet haben, da zu gucken, dass die das auch leichter selber machen können, ohne immer mit der Verkehrslenkung Berlin, die jetzt anders heißt, zu interagieren zu müssen. Ich glaube, da liegt noch wahnsinnig viel Potenzial, um schneller zu werden. Da will ich noch ganz kurz noch ergänzen. Also mit dem PARI-Projekt, also Prozessanalyse Radverkehrinfrastruktur, das soll Ende des Jahres beendet sein. Da soll ja genau geguckt werden, welche Anpassungen brauchen wir denn noch? Und was soll denn vielleicht in der nächsten Legislaturperiode so angepasst werden, dass wir insgesamt noch schneller werden, selbst wenn das Personal nicht großartig wachsen würde. Und da bin ich gespannt auf die Ergebnisse, weil jetzt einfach nur ins AZG selber, da haben wir jetzt einen zweijährigen Prozess hinter uns und da sollten wir jetzt auf die Ergebnisse auch warten. Jetzt hat sich Frau Becker noch gemeldet. Ja, nur ergänzen. Noch dazu, ich finde das auch total spannend, weil das klingt immer so trocken, diese Verwaltungsinstitutionen, aber daran hakt es ja am Ende. Deswegen war das gerade für mich auch sehr lehrreich, nochmal so direkt aus erster Hand das besser zu verstehen. Ich glaube auch, dass man, wenn man jetzt so an Transformationsprozesse insgesamt denkt, dass es dann total richtig ist, sozusagen eine Koalition der Willigen erstmal zu bilden mit den Bezirken, die wollen, wo dieser politische Wille da ist. Und dann mit denen aber gleichzeitig die Voraussetzungen durch Regelwerke und auch durch die Macht des Faktischen, also durch positive Beispiele zu schaffen, dass auch die anderen
so langsam irgendwann nachziehen. Also dann hat man als nächstes vielleicht die Bezirke, die so ein bisschen noch unentschlossen sind, wo sie sich eigentlich verkehrlich hin entwickeln wollen, obwohl es natürlich das Mobilitätsgesetz gibt und sie eigentlich nicht unentschlossen sein sollten, könnten, wie auch immer. Aber bestimmte Zuständigkeiten liegen eben noch bei den Bezirken. Und dass vielleicht auch sozusagen so Entry Points geben wird, zum Beispiel die Radschnellwege. Das dauert ja zwar auch noch ein bisschen, bis die kommen, aber die sind ja fast fertig geplant, also die werden ja kommen. Vielleicht sind das dann auch nochmal so Momente, wenn die dann eben von Tegel rein nach Mitte laufen, dass man da versucht, doch eben auch Zubringer sozusagen, Radwege dahin zu bauen. Also vielleicht werden nochmal so Gelegenheitsfenster auch auftauchen, wo man dann gezielt versuchen kann, was zu bewegen. Und als letztes natürlich noch versuchen kann, in diesen Bezirken mit der Zivilgesellschaft, die ja extrem engagiert ist in Berlin in Bezug auf Verkehr, ohne den Volksentscheid Fahrrad hätten wir wahrscheinlich auch kein Mobilitätsgesetz. Und Changing Cities ist ja dann auch jetzt sehr stark in die Bezirke reingegangen und ADFC und VCD, dass da vielleicht auch durch die Kraft und Proteste der Zivilgesellschaft noch was in Gang kommt in den Bezirken, die jetzt eher so ein bisschen nicht so progressiv sind. Also da kann ich auch noch mal ganz gut anknüpfen, da wollte ich ja noch mal, ich glaube, es ist in unserer Diskussion noch ein bisschen zu kurz gekommen. Augenblicklich sieht es so aus, als wäre diese Verkehrswende, Mobilitätswende so eine Verwaltungsübung. Das ist es natürlich mitnichten. Das muss man einfach sagen. So einen profunden Wandel in der Gesellschaft, im Mobilitätsverhalten, in all dem, wie es die Metropole insgesamt auch in ihrem Gesicht verändert. Das geht nur, wenn die Zivilgesellschaft mit sehr viel Kraft auch dahinter steht und das treibt. Und insofern ist es genau das, was Sie auch sagen, Frau Dr. Becker, dass die Bezirke werden da unter Druck kommen. Gerade wenn man sieht, wie vielleicht in vielen anderen Bezirken mittlerweile es nach vorne geht, was da an guter Radinfrastruktur dann auch etabliert ist und andere haben gar nichts, sondern sind in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stehen geblieben, das wird Druck erzeugen. Das werden die Leute nicht akzeptieren. Also das ist sehr absehbar und glaube ich, das merkt man schon jetzt. Insofern mache ich mir da nicht so große Sorgen, dass da nichts passiert. Eine moderne Stadtpolitik oder eine Verkehrspolitik, die dem Radverkehr den nötigen Platz gibt, wird abgewählt werden über kurz oder lang. Also das ist zumindest das, was ich in der Stimmung in der Stadt mitbekomme. Und auch wenn es, Stefan Gelper hat es angesprochen, natürlich weiterhin diese Bremser gibt. Aber die Grundstimmung, die bei uns ankommt, ist doch weiterhin, endlich habt ihr mal Fahrt aufgenommen, ja, uns geht es aber weiterhin zu langsam. Wir wollen Sicherheit, wir wollen Vision Zero. Und ich finde das persönlich genau richtig, ja. Deshalb, wir machen das für die Bürgerinnen und Bürger und weil es von uns von dort gefordert wird und nicht umgekehrt. Also ich glaube, das müssen wir nochmal herausstellen und auch dieses, was hat denn überhaupt diesen Wandel jetzt, wie wir ihn jetzt sehen, wie in der Legislatur, das war natürlich der Volksentscheid, das waren diese ganzen Organisationen, die da bis ins kleinste Detail dranbleiben und dann auch fragen, warum ist es hier weiterhin unsicher? Wir natürlich jetzt langsam mit dem Personalaufbau auch in die Lage versetzt werden, da auch mitzuhalten. Also dann auch diese Anfragen zu abzuarbeiten. Vorher hatten wir ja auch gar keine Leute, um überhaupt auf diesen Bedarf auch reagieren zu können. Und insofern, ich glaube, Stück für Stück sieht man, dass es Verbesserungen gibt und es wird auch weitergehen. Und insofern bin ich da eigentlich optimistisch. Ich habe mal nochmal an Frau Becker eine Nachfrage noch, weil wir kriegen natürlich den Druck immer die ganze Zeit, auch alles zu langsam. Jetzt freuen wir uns gerade, dass bei den Pop-Up-Fahrrädern und auch da alles sehr viel auch in kurzer Zeit passiert ist. Das zeigt, glaube ich, auch nochmal, wie sehr wir Grünen und auch Regine und auch die ganze
Verwaltung, auch mit unserer Regierungsbeteiligung, da wirklich den Willen hat, das umzubauen. Ich merke aber die Frustration der Initiativen der Bürgerinnen und Bürger immer wieder, wenn man denen dann erzählt, wo wir angefangen haben, wie lange sowas dauert. Also viele hatten ja das Gefühl, nach 2 Jahren Grüne an der Regierung muss die komplette Stadt mit Fahrradwegen überzogen sein. Das ging ja jetzt auch nicht so. Ich meine, bei der Hasenheide haben wir fast nur ein Dreivierteljahr bei dem Fahrradweg ein Unternehmen gesucht, das das dann baut. Das sind ja auch solche Verwaltungssachen dazu. Ist das, sieht man das in anderen Städten auch? Gibt es in anderen Städten Beispiele, wo es vielleicht mal positiv schneller ging? Kann man da einen Überblick irgendwie auch bekommen? Ja, mir fallen dazu 2 Sachen ein. Einmal das Beispiel aus Sevilla in Spanien. Da hat man so Ende der Nullerjahre, also 2008 oder so, angefangen, innerhalb weniger Jahre tatsächlich ein möglichst durchgängiges Netz von Radwegen zu bauen und hat damit auch den Radverkehr sehr schnell um 10% ungefähr gesteigert und hat sich da tatsächlich gesagt, wir wollen schnell versuchen, ein möglichst flächendeckendes Netz zu haben. Flächendeckend aber nicht im Sinne von die ganze Stadt, sondern Hauptrouten, also sozusagen so klassische Zubringer, ne? Da muss man aber auch sagen, dass Sevilla vorher so gut wie gar keine Radinfrastruktur hatte. Das heißt, das ist natürlich dann auch leichter, so eine richtig große spürbare Veränderung zu schaffen, wenn man bei Null anfängt. Und da denke ich, haben wir in Berlin schon eine andere Situation. Insofern glaube ich, ist das durchaus verständlich. Als zweite Stadt denke ich gerade an Hamburg. Da war ich vor ein paar Monaten, bevor dort die Wahl war, auf einer Podiumsdiskussion, auch zum Thema Verkehrspolitik und so. Und da ging es auch natürlich so ein bisschen um diesen Vergleich. Hamburg versus Berlin, wer kann es jetzt besser oder wer macht es jetzt besser? Und da war der Leiter der Verkehrsbehörde oder Verkehrsamt dort und hat immer sehr stark diese aufgepinselten Radwege verteidigt und meinte, ja, wir haben doch so viele Radwege jetzt geschaffen. Natürlich geht das viel schneller, wenn man einfach nur, sage ich mal, einen Farbeimer in die Hand nimmt und diese sogenannten Schutzstreifen macht. Das ist eben ein anderer Standard als der, für den sich Berlin jetzt in Zusammenarbeit und auf Druck der Zivilgesellschaft entschieden hat. Und ich denke aber, wenn man an die Leuchtturmstädte denkt, wie Kopenhagen und Amsterdam, dann sieht man, dass diese baulich getrennten Radwege sozusagen der Goldstandard sind, den man braucht, wenn man wirklich es ernst meint, Radinfrastruktur zu bauen für alle Menschen in der Stadt. Und das war ja auch eines der Hauptanliegen vom Volksentscheid Fahrrad und von Changing Cities, zu sagen, wir wollen das Radfahren für alle Arten von Menschen, egal mit welchen Einschränkungen oder Alter, also junge und alte Kinder, Familien möglich sein soll. Und natürlich dauert das länger. Also ich habe dafür totales Verständnis. Ich verstehe aber natürlich auch, also dass es länger dauert. Ich verstehe aber auch die Zivilgesellschaft, die immer Druck macht. Und ich glaube auch, dass es schon auch so ist, dass dieser Druck hilft sozusagen. Also dass der ein ganz wichtiges Element darin ist. Vielleicht noch als letzten Punkt, was eventuell aber auch noch helfen könnte, ist im Sinne der Transparenz, wenn es mehr Zwischenziele gäbe. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es die auch und ich kenne einfach nicht alle Dokumente, die es da draußen im Internet auf der Internetseite von SenUVK gibt. Aber ich denke zum Beispiel an Zürich. Die haben ja auch sehr tolle Erfolge gehabt in der Verkehrspolitik und den motorisierten Individualverkehr auf 25% oder sogar noch ein bisschen weniger runtergedrückt und der Rest ist Umweltverbund. Und die haben tatsächlich einen jährlichen Fortschrittsbericht, wo sie immer jede einzelne Maßnahme aufzählen und dann am Ende des Jahres sozusagen so ein Häkchen dahinter machen. Und vielleicht würde es in Berlin auch gut sein, wenn man diese institutionellen Ziele, also Rekommunalisierung der VLB zum Beispiel, Aufbau der Infravelo, Aufbau des Personals, auch noch stärker dann in so einen Fortschrittsbericht reinnimmt, weil dann kann man da auch als Zwischenziel tatsächlich sozusagen dieses Häkchen setzen. Ja, VLB ist rekommunalisiert. Häkchen, Aufbau der Radplanerstellen von 5 auf 70, auch großes Häkchen. Vielleicht wird es dann noch etwas sichtbarer und dann hat man irgendwann auch so eine Grafik für die gebauten Radkilometer. Und natürlich ist es so, am Anfang sind viele institutionelle Veränderungen möglich. Und die Radkilometer sind noch relativ weit unten, wenn ich mir das wie so eine Grafik vorstelle. Und irgendwann wird das dann so sich verändern. Es sind weniger institutionelle Veränderungen möglich, die ja sehr
unsichtbar sind, in Anführungsstrichen, so für die Allgemeinbevölkerung. Man kriegt das ja nicht so mit. Aber die sichtbaren Radkilometer werden steigen und dann vielleicht auch exponentiell steigen. Hopefully, sage ich mal, hoffentlich wird das so sein, weil dann so ein richtiger Wechsel kommt, dass man nicht mehr so mit ganz wenigen Stellen versucht, 3 Radkilometer zu schaffen, sondern man die Woman und Manpower auch da hat, um vieles zu schaffen. Ja, vielleicht sage ich mal, soll ich kurz was zu sagen, weil ich war jetzt, glaube ich, mehrmals angesprochen. Also natürlich wäre das wünschenswert, wenn da auch ein Verständnis ist, es gibt, ich sage mal, eine Anlaufphase, wo man erstmal institutionell die Voraussetzungen schaffen muss, um dann auf der Straße was zu sehen. Meine Erfahrung in den letzten 3,5 Jahren, dass da die Ungeduld zu groß ist. Ja? Also dass dieses zu sagen, wir stehen gerade in der Einstellungsphase und übrigens, wir finden kein Unternehmen und dass das eigentlich wenig auf wenig Verständnis gestoßen ist. Das muss ich einfach so sagen, sondern da zählt einfach nur jeder Meter. Das ist gut und wenn es nicht und alles andere, dass man natürlich einen Unterbau braucht, ja, und den erstmal schaffen muss aus einem Nichts heraus. Das ist, glaube ich, auch, ich sage es mal, vielleicht auch in Richtung der unterschiedlichen, die das kommuniziert haben und auch nicht stark genug kommuniziert worden. Es wurde vielleicht zu stark kommuniziert, wenn wir dran sind und dann ist in einem Wimpernschlag, haben wir die Fahrradwege auf die Straße gezaubert und da war die Enttäuschung natürlich groß. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf zumindest meine Erfahrung von Schnelligkeit und Sicherheit. Da gibt es ja ein Spannungsverhältnis. Sie haben es dargestellt von Schnelligkeit, dann ist es nicht ganz so sicher. Wir haben das auch bei der Tagesspiegel-Umfrage und Fix My Berlin gesehen, diese beiden, die fand ich auch nochmal sehr interessant. Fahrradwege sollen abgetrennt sein, sie sollen möglichst breit sein und wenn das nicht geht, aber dann doch Farbe. Ja, also dieses Grün, was ja immer bezweifelt wurde, hilft dann schon auch, um Sichtbarkeit herzustellen. Ich glaube, wir müssen beides machen. Also da, wo gebaut wird, das haben wir beispielsweise bei der Karl-Marx-Allee, da wird eine Straße grundhaft erneuert. Da müssen wir natürlich andere Radwege bauen, als wenn wir jetzt uns beispielsweise, ich sage jetzt mal, die Kanaluferstraßen angucken. Wenn wir die grundhaft erneuern würden, dann würden wir ein Hochbord bauen. Ja, da müssen wir, glaube ich, anders rangehen, so dass wir sowohl schnell sind dort, wo wir nicht bauen, aber da, wo wir bauen, da legen wir was anderes an. Und da müssen wir, glaube ich, auch nochmal gucken, viele Sachen, die im Bau waren, die haben wir in der letzten Phase verändert. Und da geht manchmal mehr und manchmal geht auch weniger. Ja, das muss man einfach auch sehen, weil bestimmte Rahmendaten, beispielsweise die Borde, nicht verrückbar mehr sind, wenn der Planfeststellungsbeschluss da ist. Oder man geht nochmal auf Los zurück und fängt nochmal an. Und das wollten wir aber vermeiden, sondern wir haben gesagt, wir versuchen alles, was möglich ist, innerhalb des Planfeststellungsbeschlusses, um Verbesserungen nochmal herzustellen. Wir werden aber den ganzen Prozess nicht nochmal 3, 4, 5 Jahre zurückwerfen. Insofern, und dann mit den Zielen, ja, ich arbeite auch gerne so, nur wenn die Bezirke gar nicht in der Lage sind, die Baulastträger sind, diese Ziele auch umzusetzen, haben wir natürlich ein Problem. Das kann man natürlich in Städten machen, das sehe ich in Paris, das sehe ich in Zürich, wo das in einer Hand liegt. Wenn es bei uns gar nicht in einer Hand liegt, sondern wir müssen warten, wie die Bezirke damit umgehen, dann ist das mit der Zielerreichung manchmal vielleicht auch ein bisschen frustrierend. Insofern ist in Berlin ein bisschen unterschiedliche Positionierung oder unterschiedliche Ausgangslage. Aber was ich sehe, ist mit den Anpassungen, die wir vorgenommen haben, nähern wir uns doch deutlich einer Beschleunigung und einem viel besseren Prozess, schneller was auf die Straße zu bringen, als es noch vor 3 Jahren der Fall war. Gerne.
Darf ich noch mal kurz eine Nachfrage? Oder vielleicht könnte man ja die Bezirke einladen, sozusagen sich selber Ziele zu setzen und die zu veröffentlichen. Allerdings auch auf die Gefahr hin, dass es dann Reinickendorf wie mit der Frauenquote im Aufsichtsrat macht und sagt, wir haben eben eine Quote von null. Also solche Tiefpunkte gibt es ja dann leider auch. Vielleicht gibt es da noch einen Weg. Weil es gibt ja aber durchaus auch Bezirke, die wahrscheinlich mitmachen würden und die sagen würden, ja, wir haben eh klare Ziele, die in die gleiche Richtung gehen. Ja, vielleicht gibt es da noch irgendeinen Zwischenweg, perspektivisch. Ja, müssen wir mal gucken, aber es kann ja nicht sein, dass dann Reinickendorf mit 0 Metern Fahrradwegen 100%ige Zielerfüllung hat. Stefan. Nee. Das stimmt. Das Risiko aber ist mal... Eine Frauenquote... dann hat man ja vielleicht noch Hoffnung. Also. Ja, also tatsächlich, das Mobilitätsgesetz gibt ja sowas auch schon mit an die Hand. Ne? Allerdings muss man ganz klar sagen, das sind einzelne Bezirken, ohne jetzt, ich will gleich von dem Fingerpointing weggehen und das zu überstrapazieren, da gab es ja schon das Problem, einfach die Gremien einzurichten. Also da, dass da ein Fahrrad, ein bezirklicher Fahrrad etabliert wird, der quasi die Verwaltung berät bei den Infrastrukturmaßnahmen. Schon das war ja ein politischer Kampf, der da dann auf der kommunalen Ebene, also in der Bezirksverordnetenversammlung geführt wurde. Naja, ich will zwei Sachen nochmal ergänzen. Zum einen die Zivilgesellschaft, ich muss das immer wieder ein bisschen gerade rücken, weil das historisch nicht ganz stimmt. Die Zivilgesellschaft war nicht die, die am Anfang gedrückt waren, das waren Bündnis 90 Die Grünen. So, das war Michael Kramer, Claudia Hemmerling und so weiter. Die Reihe kann man endlos fortsetzen. Am Anfang war es so, dass die Zivilgesellschaft, also ADFC und Co., doch sehr verhalten waren und auch in der Meinungsfindung zum Volksentscheid, das ist ja alles in Zeitungen vielfach beschrieben worden, am Anfang sehr verhalten waren, ob sie den überhaupt unterstützen oder nicht. Da waren wir, glaube ich, etwas anders drauf und deswegen diese Ungeduld liegt bei nicht nur in der Zivilgesellschaft, die ist auch originär bündnisgrünes Gen, würde ich fast sagen, zum einen. Zum anderen, ich finde diese Verwaltungsveränderungen, zum Beispiel das Abschaffen der Verkehrslenkung Berlin, das merkt man jetzt schon positiv. Das war halt gefühlt, zumindest im Tagesspiegel, wenn man Tagesspiegelleser ist, gefühlt die unbeliebteste Behörde Deutschlands. Und zwar mit Abstand. Ja. Und diese Negativberichterstattung, die haben wir jetzt da so nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Der Leiter der jetzigen Verkehrslenkung, der wird da sogar sehr positiv. Verkehrsmanagement heißt sie. Ja, genau, Verkehrsmanagement. Aber es gibt auch noch die VMZ, deswegen das ist ja alles ganz verwirrend. Aber egal. Und zum anderen, die Bezirke-Frage, nee, ich glaube, wir können als Berlin insgesamt noch schneller werden. Wir müssen da immer wieder neue Wege finden. Also wir haben jetzt sehr viel Zeit gerade auf Radverkehr fokussiert. Wenn wir ÖPNV anschauen, da sind die Bezirke ja allenfalls Zuarbeiter, in der Zuarbeiterfrage, also als Träger öffentlicher Belange. Da ist halt auch so, dass wir uns noch was überlegen müssen, wie wir da beim Tramausbau halt schneller werden. Und ich glaube, da liegt die Wahrheit darin, dass wir sowas wie die Infravelo halt auch für die Straßenbahn einfach brauchen, ne? Um da schneller zu werden, um da die Kräfte zu bündeln, um da voranzukommen. Und deswegen ist es letztlich immer eine Art Lifehack, sich anzuschauen, was haben wir in der Analyse, wie sieht das aus und wie kriegen wir das dann irgendwie beschleunigt. Weil der Druck, der kommt, klar, der kommt aus der Zivilgesellschaft, aber der kommt, wenn wir ehrlich sind, ja auch, das kann Werner wahrscheinlich am besten einschätzen als Parteivorsitzender, der kommt ja auch wahnsinnig aus den Kreisverbänden, wo das ja immer wieder, zumindest beim einen Kreisverband, ist das so immer wieder fokussiert und thematisiert wird, was ist jetzt der nächste Schritt, wie geht es voran. Ja. Aber trotzdem, dass wir so eine Zivilgesellschaft inzwischen haben, die da auch mit Druck macht, weil tatsächlicherweise das ist ja eine Auseinandersetzung, die wird in den Verwaltungen geführt zwischen Leuten, die schon lange da sind und das schon immer irgendwie gemacht haben und welche jetzt neu dazugekommen sind, zwischen der politischen Führungsebene, die da quasi Ergebnisse haben will, aber auch die Zivilgesellschaft ist ja durchaus heterogen. Ne? Es gibt auch welche, die sagen, sogar der regierende Bürgermeister soll schon Briefe geschrieben haben an grüne Stadträtinnen, dass er doch bitte seine 7 Parkplätze vor der Haustür da behalten will. Ja, also das ist ja alles, also diese Auseinandersetzung, die ist nicht zu Ende und die muss halt fortgeführt werden. Vollkommen klar. Ja, und es hat sich tatsächlich auch was verändert. Also wenn ich mir vorstelle, vor 10 Jahren, als man da mal Tempo 30 thematisiert hat oder als wir vor 10 Jahren auch im Fahrradverkehr mehr reingegangen sind, da wurden wir eher vom Hof gejagt. Jetzt werden wir
kritisiert, weil wir es nicht schnell genug machen. Aber es ist ja lieber so rum als andersrum. Ich, weil du jetzt den ÖPNV nochmal gesagt hast und wir uns so langsam dem Ende nähern, würde ich noch einmal kurz auf den ÖPNV kommen und dann danach nochmal eine Frage zur Sicherheit machen und dann das Webinar langsam abschließen. Beim ÖPNV gibt es nochmal viele Nachfragen, die nochmal ein bisschen zu dieser S-Bahn geht. Wer kauft da jetzt die Wägen und wer kauft bei der BVG die Wägen? Ist das bei der S-Bahn jetzt eine Privatisierung, die wir machen? Da gibt es ja auch immer wieder viele Diskussionen drum. Was passiert da gerade mit der Ausschreibung? Vielleicht, Regine, willst du da nochmal ein bisschen was dazu erklären? Und dann, genau, das wäre. Also dann gibt es auch nochmal die Frage, die, glaube ich, wurde aber schon beantwortet, warum wir die Taktung nicht schneller machen. Da wurde aber auch schon klar gesagt, das fehlt am Augenblick vor allem an der Infrastruktur. Dafür sind zu wenig U-Bahn-Wägen da, dafür sind zu wenig S-Bahn-Wägen da. Die sind bestellt, die werden kommen, mehrere tausend. Und dann wird es auch schneller gehen. Auch für den Bus sind ja jetzt viele Elektrobusse nochmal bestellt worden, damit wir da in der Taktung außen auch nochmal rauskommen. Das, glaube ich, die Frage haben wir schon sehr gut beantwortet. Aber vielleicht nochmal zu dieser Privatisierungsfrage. Oder ich würde ja fast sagen, es ist eine Rekommunalisierung, die wir da machen. Ja, also ich würde auch ehrlich sagen, es ist Gegenteil als Privatisierung, selbst von denen, die den Prozess denunzieren wollen, immer es als Privatisierung bezeichnet haben. Wir gehen jetzt in eine Ausschreibung für drei Elemente. Das ist einmal die Beschaffung von mindestens 1300 Wagen, die Instandhaltung und den Betrieb. Das ist ein Umfang, ein Paket, also Beschaffung und Instandhaltung für 30 Jahre, Betrieb für 15 Jahre, für die kommenden 15 Jahre. Augenblicklich liegt das in der Hand der S-Bahn, wir wissen es, der Deutschen Bahn. Und wir werden das jetzt in unterschiedlichen Losen ausschreiben, weil es, also es gibt zwei Netze und diese beiden Netze, Ringnetz ist schon vergeben, nämlich an die S-Bahn und dann gibt es zwei weitere, Nord-Süd und Stadtbahn. Die sind so groß, dass es EU-rechtlich geboten ist, vorgeschrieben, dass wir getrennte Lose machen. Also es gibt da gar keine Wahl, weil es immer hieß, warum macht ihr nicht alles in einem? Nein, wir müssen das getrennt ausschreiben. Und wir schreiben Beschaffung und Instandhaltung als ein Los und Betrieb getrennt aus, weil es gesetzlich schwierig ist. Wir wollen eine Lebenszyklusausschreibung. Das heißt, derjenige, der die Wagen instand hält, soll sie auch beschaffen. Weil dann der Anreiz, gute Wagen zu kaufen, viel größer ist, als wenn man sagt, im zweiten Teil, nämlich die zweiten 15 Jahre, verkauft der die Wagen und dann ist dem sowieso alles egal. Wenn man alle drei zusammenlassen würde, Betrieb, es geht nur über 15 Jahre. Das heißt, wir hätten keine Lebenszyklusausschreibung machen können für Beschaffung und Instandhaltung, wenn wir Betrieb hinzugenommen hätten. Insofern gibt es unterschiedliche Lose. Und das wirklich spektakulär Neue ist, dass wir einen landeseigenen Fahrzeugpool schaffen. Das heißt, während vorher die Wagen in Besitz dessen waren, der die auch betrieben hat, sagen wir jetzt, das Land kauft so schnell wie möglich diese Wagen und nimmt sie in Landesbesitz. Damit sparen wir Risikokapital, wir sparen sehr viel Geld, weil die Wagen günstiger zu beschaffen sind, weil kaum jemand so viel Geld auf der hohen Kante hat. Wir können die viel günstiger in der Finanzierung haben und falls nochmal eine S-Bahn-Krise kommt, ja, sind wir unabhängiger. Da können wir sagen, wir haben unsere Wagen. In der S-Bahn-Krise war es doch so, dass wir sagen mussten, wir sind von diesem Betreiber S-Bahn total abhängig, weil wir nämlich nicht mehr in der Lage sind, selber Wagen fahren zu lassen. Die waren ja gar nicht uns. Und insofern ist es eine doppelte Dividende für uns. Das ist der richtige Weg, das so zu gehen. Es gibt jetzt eine Ausschreibung, die hat ein enormes Volumen. Deshalb hat auch die Diskussion, bis alle on board waren, Brandenburg, unsere Koalitionspartner, doch relativ lange gedauert. Und ehrlich gesagt, wir hatten den Sack schon mal zu
Und dann kam die Brandenburg-Wahl und dann waren einfach wieder Fragen auf dem Tisch. Das heißt, wir haben fast ein Jahr verloren, dadurch, dass die Brandenburg-Wahl war. Es ist jetzt so, wir sind jetzt wieder an, praktisch haben es geschafft. Jetzt im Juli, würde ich mal sagen, kann es losgehen. Und dann hoffe ich, dass wir 26, 27, eher 27 die ersten Wagen haben. Bis dahin müssen wir mit den alten in Berlin rumfahren und müssen jede Schraube neu erfinden, weil es die nämlich gar nicht mehr industriell gibt. Das ist sehr misslich. Aber wir sehen Licht am Tunnel. Und das ist die Botschaft, wie wir jetzt da rausgehen. Nämlich, wir haben eine Perspektive. In 5, 6 Jahren haben wir im großen Maßstab kommen ganz neue Wagen, die sind modern und haben auch nochmal, ich sag mal, eine Perspektive, die werden dann die nächsten 40, 50 Jahre hier in Berlin rumfahren. Du hast noch eine andere Frage, das war jetzt S-Bahn und dann war noch eine. Die kommt erst noch. Wir wollten eins nach dem anderen abarbeiten. Aber da würde ich jetzt nochmal, vielleicht kann auch die anderen beiden nochmal was dazu sagen. Wir haben nochmal einige zur Sicherheit bekommen. Sicherheit im Straßenverkehr, da geht sowohl dann bei den Fahrradwegen die Frage nach aufgehenden Türen, also dieses Dooring, wie man das so nennt, dass man die Autofahrer die Tür aufmachen und die Fahrradfahrer fahren dann rein. Aber auch Richtung ÖPNV, was jetzt die Durchsetzung der Maßnahmen angeht. Mich würde erstmal interessieren, Frau Becker, Sie haben ja am Anfang schon mal so ein bisschen angedeutet, dass das beim ÖPNV wichtig ist, dass das jetzt besser umgesetzt wird. Wie sehr spielt denn die Sicherheitsfrage da tatsächlich mit rein? Sowohl, also, ob ich ein Verkehrsmittel nutze oder nicht. Für mich ist es immer so, ich habe jetzt einmal eine lange Busfahrt gemacht. Mir war da immer ganz mulmig, weil ich hatte so, also, und ich will jetzt nicht mehr in so einen Bus irgendwie rein und fahre dann lieber Zug. Aber wie entscheidend ist das? Also nur Fahrradwege zu bauen ist ja das eine, aber auch gerade diese Sicherheitsaspekte, auch Richtung U-Bahn und S-Bahn. Und vielleicht kann dann nochmal Regine oder Stefan auch ein bisschen was sagen, was noch so geplant ist in Berlin an dieser Frage. Also Sicherheit jetzt im Sinne von Corona-Sicherheit oder Verkehrssicherheit? Beides. Ach so, Verkehrssicherheit, okay. Da sieht man halt, dass Menschen eine sehr unterschiedliche persönliche Präferenz haben quasi für Sicherheit. Tendenziell mit steigendem Alter wird Sicherheit wichtiger. Bei vielen ab 30 oder Mitte 30, wenn man dann Kinder hat oder wenn man früher Kinder hat, dann natürlich auch schon früher. Also das verändert sich sehr stark über die Lebenszeit. Trotzdem gibt es natürlich auch einfach sozusagen risikoaffine Typen, also Menschen, die denen das völlig egal ist, ob sie hart am Wind fahren quasi oder dann, das sind ja auch unter anderem Radler, die eben sehr gerne auch auf der Straße fahren und einfach vielleicht aber auch sehr, sehr gut Radfahren und deswegen nicht sozusagen von Angst irgendwie getrieben sind. Also ich würde sagen, es hängt sehr stark von der Lebenssituation ab. Mit Corona haben wir jetzt aber natürlich tatsächlich eben eine neue Form von Sicherheitsbedürfnis, was sehr stark mit der Ansteckungsgefahr zu tun hat, sodass teilweise ja auch die Menschen jetzt abwägen quasi, wage ich mich aufs Fahrrad, auch wenn ich da vielleicht auch ein bisschen Angst habe, oder wage ich mich in den ÖPNV, weil es sozusagen so ein bisschen die Frage ist, welches Risiko ist mir gerade, welches Risiko finde ich größer oder finde ich schlimmer sozusagen. Wie ist das jetzt in Berlin weiter? Weiß nicht, Regine oder Stefan auch ergänzend nochmal mit Sicherheit. Gibt es nochmal, wie ist das auch zum Beispiel, wird es nochmal eine Verstärkung der Ordnungsämter geben? Ist da was geplant? Weil es ist ja auch immer ärgerlich, wenn die Autos auf den Fahrradwegen parken, auf den grünen jetzt angestrichenen oder auch auf den schwarzen noch, wenn die Türen so aufgehen. Ist da nochmal was geplant? Wie ist denn auch mit diesen Fragen der Sicherheit? Naja, also das ist ja die Kontrolle. Kontrolle unterliegt der Senatsverwaltung für Inneres. Da gibt es jetzt eine Aufstockung der Fahrradstaffel in den nächsten 2 Jahren auf 100. Wir haben bei der BVG jetzt die Möglichkeit, dass die selber abschleppen. Das heißt, dass die Busspuren freigeräumt werden.
dass dadurch Ordnungsämter und Polizei sich anderen Fragen widmen können. Inwieweit es natürlich umgesetzt wird, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil es eine bei den Bezirken liegt oder bei Senatsverwaltung für Inneres. Es soll aber schon deutlich aufgestockt werden. Das ist es, was immer gesagt wird. Und inwieweit es umgesetzt wird, liegt natürlich nicht in meiner Verwaltung. Bei ÖPNV-Sicherheit, die haben wir jetzt bestellt im neuen Verkehrsvertrag. Wir haben sehr stark jetzt auch nochmal rausgefunden, inwieweit wir die BVG auch in die Lage versetzen können, selber diese Corona-Mund-Nasen-Schutzpflicht durchzusetzen durch ihre Sicherheitsleute. Das ist uns ja jetzt gelungen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, dass auch wieder mehr Vertrauen da sein kann, dass die Maske im ÖPNV auch getragen wird. Und falls sie nicht getragen wird, dass da auch Leute sind, die dann auch einschreiten werden. Und im Radverkehr haben wir jetzt ja viel gesagt, da liegt Sicherheit einerseits in der Infrastruktur, aber ich möchte auch nochmal betonen, nicht nur, es liegt auch an der gegenseitigen Rücksichtnahme. Und wenn wir nicht für ein unaggressiveres Verhalten im Verkehr werben, so schnell können wir gar keine sichere Infrastruktur aufbauen. Ich glaube, da muss auch ein vollkommen neues Verständnis sich entwickeln in der Bevölkerung, wie wir im Verkehr miteinander umgehen, wie rechthaberisch, wenn jemand mal einen Fehler macht und wie stark man auch mal von seinem vielleicht zugeschriebenen Recht zurücktritt, um freundlicherweise jemand anders den Vortritt zu geben. Das kann auch viele Lagen entspannen und den Tag vielleicht auch verschönen und muss nicht gleich mit einer Demütigungserfahrung einhergehen. Und das in Berlin. Uiuiui. Stefan, du. Ja, also da muss man, ich will mal anknüpfen an die Frage Kontrolle. Da muss man erstmal Butter bei die Fische. Da gibt es ein Defizit in Berlin. Das liegt jetzt nicht bei unseren Ressorts, sondern das liegt ganz klar beim Innensenator und teilweise auch bei den Bezirken. Bei den Bezirken ist es so, Ordnungsamtsaufstockung können die regelmäßig nicht finanzieren. Da gibt es den einen Kniff, deswegen ist die Parkraumbewirtschaftung so wichtig, dass wenn wo Parkraumbewirtschaftung ist, da ist regelmäßig auch die Kohle dafür da, weil das selbstfinanzierende System ist, dass dann eben auch andere Bußgelder verteilt werden, wenn der Hundeverkehr an der Straßenecke zu sehr steht und so weiter. Das ist der eine Punkt. Fahrradstaffel, ja, das wird jetzt aufgestockt, war auch ein langes Beknien des Herrn Innensenators Geisel von der SPD. Das Ding zieht sich weiter bis zu den Taxis und Uber, wo halt nicht ordentlich kontrolliert wird, auch beim Innensenator, weil das Landesamt für Bußgeld und Ordnungswidrigkeiten, also Bußgeldangelegenheiten und Ordnungswidrigkeiten, gar nicht so funktioniert, wie es hätte sein müssen. Also Uber wird nicht kontrolliert in Berlin, so, das muss man einfach mal so faktisch feststellen. Ist in anderen Städten nicht viel besser, aber in Berlin halt wirklich nicht gut. Wir haben das Thema organisierte Kriminalität beim Thema Fahrraddiebstahl. Da gab es jetzt in den letzten Jahren ein paar Erfolge, weil da einzelne Polizeidienststellen gesagt haben, wir ziehen uns das Thema mal ran. Aber auch dort Koordination durch den Innensenator. Wir kennen die Hotspots des Fahrraddiebstahls und es passiert vergleichsweise wenig. Und BVG abschleppen, das ist super, was die BVG macht. Aber da kleiner Widerspruch zu Regine, dass die Polizei sich im gleichen Atemzug zurückzieht vom Freimachen der BVG-Busspuren, ist natürlich irre. Die drei Abschlepper der BVG werden natürlich nicht das ganze Berlin bespielen können. Dafür ist Berlin viel zu riesig. Das heißt, die Polizei ist da weiterhin in der Pflicht, rechtlich übrigens auch in der Pflicht. Natürlich, wenn sie sehen, dass da irgendein Laster auf der Busspur steht, da den da wegzuschieben, also abzuschleppen oder ein Bußgeld anzuhängen oder. Dass man da jetzt sagt, jetzt ist die BVG zuständig, wir müssen nicht mehr, das korrespondiert nicht mit der Rechtslage, die wir in Berlin haben, aber mit dem Selbstverständnis von einzelnen Polizeidienststellen und vor allem auch vom Innensenator. Da müssen wir das nachdrehen. Und damit sind wir letztlich auch beim Thema Sicherheit. Ich sage immer, es gibt vier Faktoren, die die Güte von einem Verkehrsangebot beinhalten. Das ist die Frage Sicherheit. Wenn ein Verkehrsangebot unsicher ist, dann benutzt es keiner. Kosten, wenn man es sich nicht leisten kann, dann nutzt es auch keiner.
Wenn man in der S-Bahn Berlin am Montag noch den Samstag riecht, das machst du auch nur ein oder zweimal. Und als vierter Punkt natürlich Schnelligkeit, also wie schnell kommst du von A nach B. Und nur diese vier, nur wenn das alles vier gegeben ist, dann ist ein Verkehrsangebot gut. Wenn eins davon ausfällt, wird es halt nicht genutzt und ist dann aus der betroffenen Perspektive halt einfach schlecht. Und deswegen ist Sicherheit ein relevantes Thema. Wir müssen natürlich auch viel mehr investieren. Klar, also die Mittel auf Bundesebene werden jetzt versechsfacht für ÖPNV, ne? Also jetzt für schienengebundenen ÖPNV in den nächsten 4, 5, 6 Jahren. Das heißt, da müssen wir auch auf der Planungsebene in Berlin dahin kommen, dass wir Schubladenprojekte haben, die wir dann ziehen können, um dann diese Gelder abzurufen. Das wird nicht ganz untricky werden, weil wir da noch ein bisschen mehr Verwaltungsunterbau brauchen. Und vielleicht letzter Punkt, an der Stelle muss es einmal gesagt werden, Stichwort nochmal Sicherheit. Es ist natürlich ein Stück aus dem Tollhaus, wenn jetzt der Bundesverkehrsminister die Straßenverkehrsordnung, ich weiß gar nicht das richtige Wort dafür, torpediert, also sein eigenes Ding da kaputt macht, statt dem Formfehler, den es da gegeben hat, an dem er auch übrigens Schuld hat, einfach mal zu beheben. Das glaube ich, wenn wir hier über Verkehr reden, muss das einmal an der Stelle mitgesagt sein. Ja? Also, das macht er fast schon sprachlos. Ja. Das macht sehr sprachlos. Verwundert schaut man da in diese Richtung, aber bei dem Verkehrsminister wundert einen schon lange nichts mehr. Aber ich glaube, wir kommen auch so langsam hier bei uns zum Ende. Ich glaube, wir können mal festhalten, dass wir die Radinfrastruktur deutlich ausbauen wollen, dass wir mehr Wägen und mehr S-Bahn- und U-Bahn-Wägen brauchen, um die Taktung zu verdichten, dass wir die Trams weiter ausbauen werden und dass wir auch an der Sicherheitsschraube drehen wollen. Das ist ja als Grüner auch mal eine schöne Aussage, dass man die Ordnungsämter hochfahren will und auch die Kontrollen für die Sicherheit besser machen will, dass das mit vielen Tücken zu tun hat. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich erstmal bei den 120 ZuschauerInnen ungefähr, die wir heute hier hatten. Ist ja immer so ein bisschen komisch, wenn man nur in den Computer reinredet und dann nicht ganz mitbekommt, wie viele da davor sitzen. Sonst hätten wir einen großen Saal jetzt vor uns gehabt, der voll war. Also das freut mich sehr. Die Grün Berlin Talk-Reihe, die wir hier begonnen haben seit Corona, wird auch weitergehen. Auch an alle, die jetzt hinten dran sind. Wir werden bald auch noch mit Dirk über die ganze Antidiskriminierungspolitik diskutieren. Das wird dann Nina machen. Da bekommt ihr auch noch eine Einladung. Und ich bedanke mich natürlich sehr, sehr herzlich bei Sophia Becker, dass sie bereit war, mit uns zu diskutieren über die Verkehrswende nach Corona. Ich bedanke mich bei Regine, dass sie sich die Zeit genommen hat, ein paar Einblicke in die Regierungsarbeit und Planen von Berlin zu geben. Und Stefan, dass du uns mit den Gedanken aus dem Bund weiterbereitet hast. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch in diesem Zuge jetzt dann noch eine schöne Woche und ich bin dann erstmal im Urlaub. Das wünsche ich mir. Tschüss. Mit dem Fahrrad fahre ich in den Urlaub. Dieses Mal kein Auto, nix. Einfach mit dem Gepäck. Genau. Bis denn. Ich wünsche euch was. Tschüss. 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 Ja.